Meine Damen und Herren, ich hätte gerne wissen wollen, welcher Beifall aufgebrannt wäre, wenn angekündigt worden wäre von Frau Hofmann, Herr Merkel dürfe nur 10 Minuten sprechen. Es werden 15 Minuten sein und Frau Hofmann würde mich auch dann ganz böse ansehen, wenn es länger werden würde. Obwohl das Thema es natürlich in sich hat und sicherlich werde ich nichts erschöpfend hier behandeln können. Und ich will im Grunde Stichworte geben, diese mit Thesen verbinden und glaube schon, dass es einen Hintergrund für unsere Diskussion geben kann. Die Frage steht hier an der Wand geschrieben: Steckt die Demokratie in der Krise? Krisendiagnosen der Demokratie sind so alt wie diese selbst. Sie ziehen sich wie ein unzerreißbarer Faden durch das philosophische und politische Denken des Abendlandes. Sie begleiten die Anfänge des Denkens der lokalen Demokratie Athens, inspirierten das Denken der Liberalen und Sozialisten in der Herausbildung der nationalstaatlichen Repräsentativdemokratien des 19. Jahrhunderts. Sie liefern aber heute auch so etwas wie eine melancholische Hintergrundmelodie zur Demokratie in Zeiten der Globalisierung. Es sind im Übrigen die vornehmsten Namen der europäischen Geistesgeschichte, die sich mit Kritik und Krisendiagnosen der Demokratie verbinden. Platon, Aristoteles, Hobbes, Tocqueville, Marx, Max Weber. Der Chorus der Krisendiagnostiker hat aber eine besondere Fahrt aufgenommen in den 1970er Jahren und ist seitdem nicht mehr verstummt. Der linke und der rechte Flügel sind prominent besetzt, Jürgen Habermas, Klaus Offe oder eben Samuel Huntington. Erst jünger oder genauer gesagt im Jahre 2004 ist ein kleines Büchlein erschienen mit dem Namen Post-Democracy. Colin Crouch, sein Verfasser, argumentiert darin, dass der demokratische Moment in den westlichen Demokratien längst verschwunden sei. Er periodisiert das etwa für die USA kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und für Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und seine These hierbei ist, dass die Postdemokratie wiederum einige prädemokratische Züge trage. Der Begriff hat dann tatsächlich in den westlichen Demokratien Karriere gemacht, in Deutschland so und so. Er gehört, wie die Krisenrhetorik ganz allgemein, längst zum Alltag und hat sich zu einem anschwellenden Rauschen verdichtet. Nicht selten mutieren dabei Begriffe, einst präzise Begriffe, zu leeren Worthülsen und normative Vorurteile lösen werturteilsfreie Diagnostik ab. Die hörenswerten Töne dazwischen sind keineswegs so einfach von dem Hintergrundrauschen zu unterscheiden. Dennoch, meine ich, lohnt es sich zuzuhören. Als politisches System ist die Demokratie normativ, ohne überzeugende Alternative. Realiter ist sie aber immer wieder mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Herausforderungen oder Gefährdungen der Demokratie heißen aber längst nicht automatisch Krise. Im Übrigen hat, wie ich meine, der ubiquitäre Gebrauch des Begriffs Krise den semantischen Kern längst verschlissen. Ganz allgemein, so müsste man definieren, heißt eine Krise eine Situation, die den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung markiert, also in unserem Falle eine schwerwiegende systemische Störung der Demokratie, die die Institutionen, die Kerninstitutionen der demokratischen Herrschaft in Frage stellt. Wenn das stimmt, wenn die Krise so definiert würde, dann müssten sofort Habermas, Offe, Huntington befragt werden, Crouch natürlich auch befragt werden,
Warum ist eigentlich oder sind die Demokratien der westlichen Welt in diesen 40 Jahren nicht zusammengebrochen? Warum keine einzige Demokratie ist in diesem Zeitraum verschwunden? Denn dass sich die Demokratien erholt hätten, das würde keiner dieser drei oder vier Diagnostiker sagen. Tatsächlich wird der Begriff auch anders verwendet. Er ist diffuser. Er ist deshalb diffus, weil er so etwas wie einen Qualitätsverfall der Demokratie suggeriert, aber nicht mitdenkt, was der Anfang einer solchen Krise ist oder aber was der Exitus sein könnte. Wenn aber, so mein Argument zu dem Begriff, wenn aber die Krise zum Dauerzustand der Demokratie wird, wird sie begriffslogisch unsinnig und analytisch unbrauchbar. Dennoch, auch wenn ich die Beschwörung einer solchen Krise, auch wenn ich die Beschwörung, dass es so etwas wie ein glorioses Zeitalter der Demokratie gegeben hat, für eher einen schlechten Mythos halte, glaube ich, dass wir heute mit Herausforderungen in der Demokratie konfrontiert sind, die erheblich sind, die die Legitimitätsachsen verschieben werden, und zwar auf drei Ebenen. Auf der Ebene der Partizipation, der Repräsentation und der ewigen Frage, wer regiert eigentlich? Who governs? Und dazu möchte ich im Stenogramm einige Thesen vortragen. Es gehört zum festen Krisen, zum Kanon der Krisendiagnosen seit mindestens drei Jahrzehnten, dass Kernfunktionen der Demokratie wie Partizipation, Repräsentation oder auch Inklusion ausgehöhlt werden. Die Partizipation nimmt ab, die Repräsentation bricht, die Inklusion versagt. Die Demokratie, so heißt die These, verkommt, verliert ihren partizipativen Kern und verkommt damit zur Zuschauer, zur elitären Zuschauerdemokratie. Stimmt das eigentlich? In Deutschland, West und noch viel stärker in Osteuropa geht die Wahlbeteiligung zurück. In Westeuropa gingen 1975 noch durchschnittlich 82%, im Jahre 2012 nur noch 72% der Wahlberechtigten zu den nationalen Wahlen. Sie sehen hier diese blaue Linie, das ist Westeuropa seit 1990, und Sie sehen einen Rückgang von 77% auf etwa 72%. Sie sehen einen anderen Graph, sehe ich gerade. Ich habe vorgetragen, seit 1975, da lag sie bei 82%, geht zurück 2009 auf 72%. Hier sind nur die letzten zwei Jahrzehnte abgebildet. Dramatischer ist sicherlich, wie sich unschwer erkennen lässt, der Rückgang in der Wahlbeteiligung in Osteuropa. Das hat sicherlich sehr stark etwas mit den Täuschungseffekten zu tun, auch mit einer Vorstellung, dass Demokratie mehr ist als nur ein Set von Institutionen und Verfahren und stark an Wohlstandseffekte gekoppelt wird. Sieht man sich diese Wahlbeteiligungen an, könnte man sagen, als Amerikaner, so what? Amerikaner sind gewohnt, mit ganz anderen Wahlbeteiligungen auszukommen, nämlich in den letzten drei Jahrzehnten mit durchschnittlich 44%. Die Schweiz ist wenig besser oder hat eine wenig höhere Wahlbeteiligung. Das Problem, meine ich, das hierbei auftaucht, ist aber noch ein anderes. Es ist im Wesentlichen eins der sozialen Exklusion. Mit jedem Wahlprozent, das hier vermindert die Wahlbeteiligung, treten gewissermaßen die unteren Schichten aus der politischen Partizipation aus. Also niedrige Wahlbeteiligung heißt gleichsam deutlich höhere soziale Exklusion. Das ist das eigentliche demokratietheoretische Problem. Gut, die Wahlbeteiligung geht zurück. Die unteren Schichten brechen weg. Man könnte sagen, der Wahldemos bekommt eine Schlagseite. Allerdings
könnte man auch argumentieren, diese Abnahme der Wahlbeteiligung und vor allem auch der Rückgang der Parteimitgliedschaft könnte oder müsste diskontiert werden mit der Zunahme an sogenannter nicht konventioneller Partizipation, das heißt besonders in NGOs, in Organisationen der Zivilgesellschaft, Amnesty International, Greenpeace, ATTAC, Human Rights Watch und Transparency International und so weiter. Aber hier engagieren sich vor allen Dingen junge, sehr gut ausgebildete Menschen in den Organisationen. Man könnte wiederum sagen, die Schlagseite des Demos vergrößert sich, die Mittelschichten bleiben, die Mittelschichten sind überrepräsentiert, die unteren Schichten verschwinden aus der Politik. Man hört Referenten, direkte Demokratie könnte das verändern. Schaut man sich genauer an, wer das Volk ist, das hier abstimmt, sieht man noch eine weit höhere soziale Selektion. Erstens sind die Wahlbeteiligungsraten in den klassischen Referendumsdemokratien deutlich niedriger als bei allgemeinen Wahlen. Und zweitens stimmt nur das oder nahezu nur das besser gebildete Volk ab. Ein Kollege, ein Schweizer Kollege hat das einmal so formuliert, das ist die Selbstexklusion der Inkompetenten bei Referenten. Also hier noch einmal, so gut man das sicherlich diskutieren kann als ein Heilmittel, die soziale Selektion heben Referenten nicht auf und man muss nicht auf Hamburg und ähnliche Referenten zur Bildungspolitik verweisen. Zur Repräsentation, ganz kurz, Parteien sind im 20. Jahrhundert zu den wichtigsten Vermittlern zwischen Gesellschaft und Staat aufgestiegen. Sie haben die Meinungen der Bürger artikuliert, aggregiert und dann auch im Parlament repräsentiert. Aber den Parteien laufen die Wähler weg oder man müsste präziser sagen, sie sterben den Parteien weg. Und auch hier habe ich Herr Sigmar Gabriel wird das kennen, die Entwicklung der Parteimitgliedschaften in Deutschland seit Mitte der 80er Jahre oder Sie können auch das Vereinigungsjahr 1990 mit dem Peak hier nehmen, gibt es einen massiven Rückgang der Mitgliedschaft. Die SPD etwa, die einst fast 1 Million Mitglieder hat, hat heute knapp über 500.000. Das ist kein deutsches Phänomen, sondern in Deutschland sind die Parteien noch sehr viel mitgliederstärker als in den meisten anderen europäischen Staaten. Wenn es aber so ist, wenn die These stimmt, dass Parteien zu mitgliedsarmen Kartellen verkommen, die aber einen monopolistischen Anspruch haben, den Willen der Wähler, Bürgerinnen und Bürger im Parlament zu repräsentieren, dann ist sicherlich ein Problem, dass sie niedrigste Umfragewerte jedes Mal bekommen und auch zunehmend eben nicht mehr sich als Mitgliedsparteien präsentieren können. Ich weise noch auf einen Sachverhalt hin, den ich für problematisch halte. Volksparteien, die der Kern und man könnte fast sagen die politischen Integrationsmaschinen par excellence in den 50er, 60er und 70er Jahren gewesen sind, Volksparteien verlieren robust an Wählern von 1,65% Ende der 50er Jahre zu heute gerade noch 45%. Ich meine, das wird durchschlagen gewissermaßen, dass hier politisch nicht mehr soziale Kohäsion produziert werden kann. Ich habe darauf verwiesen, dass das ein Problem ist und will, dass Parteien wesentlich an Vertrauen verlieren. Und ich will es nicht ganz so dramatisch schildern, denn wenn Sie die Frage etwas stellen, vertrauen Sie den Parteien, kriegen Sie extrem negative Werte. Wenn Sie die Frage stellen, vertrauen Sie Ihrer Partei, kriegen Sie schon ganz andere Werte, wesentlich positiver. Auch hier muss man wissen, wie man solche Umfragen zu lesen hat.
Dennoch, wenn wir sehen, welche hohe Zustimmung Institutionen haben wie Polizei, Militär, Kirche, Expertengremien, Verfassungsgerichte oder Zentralbanken gegenüber Parteien, könnte man sagen, es gibt eine Legitimitätsverschiebung von majoritären Institutionen wie den Parteien hin zu wissenschaftlicher oder nicht majoritärer Fachexpertise. Wer regiert eigentlich? Im Zuge der Globalisierung, das ist nicht neu, das wissen Sie, haben sich die Entscheidungsarenen verschoben, vermehrt auf deregulierte Märkte, globale Firmen, weltumspannende Banken, finanzstarke Lobbys und supranationale Organisationen und Regime. Zentrale Politikfelder wie etwa die Geldpolitik, die Finanzpolitik und Fiskalpolitik werden zunehmend außerhalb demokratischer Verfahren bestimmt. Ganz im postdemokratischen Sinne deklarieren Regierende bisweilen zentrale politische Entscheidungen wie die Bankenrettung, Hilfspakete zur Rettung des Euro oder den Export deutscher Sparpolitik kurzerhand als alternativlos. Wäre dies tatsächlich der Fall, würde die Demokratie tatsächlich eine ihrer zentralen Legitimationsquellen verlieren, nämlich die demokratische Auseinandersetzung darüber, welches die besten Lösungen sind, die dem Gemeinwohl und damit dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger dienen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube nicht, dass alarmistische Krisenszenarien für die Zukunft der Demokratien theoretisch sehr gehaltvoll sind oder empirisch zu halten sind. Auch die postdemokratische Annahme, wie ich das vorhin formuliert habe, dass es eine bessere, ein glorreiches demokratisches Zeitalter je gegeben hat, halte ich für falsch. Wenn Sie sich etwa fragen oder wenn man fragt, etwa einen Afroamerikaner zu Kennedys Zeiten, eine Schweizer Frau in den 60er Jahren oder Homosexuelle in Europa und anderswo in den 70er Jahren, kann man sich vorstellen, wie die Antwort ausfällt. Und diese Idee, es gab ein besseres demokratisches Zeitalter, entpuppt sich sehr rasch als eine Chimäre. Die entwickelten Demokratien, so meine These, durchziehen vielmehr unterschiedliche Trends. Frauen haben mehr Rechte und Chancen als vor 40 Jahren. Kulturelle und sexuelle Minderheiten sind ganz anders geschützt. Die Transparenz der Politik ist höher. Und wenn ich das so formulieren darf, Politiker wie Franz Josef Strauß sind heute schlicht nicht mehr denkbar. Aber es verschieben sich die Legitimitätsachsen demokratischen Regierens. Die Hochzeit der politischen Parteien gehört im 20. Jahrhundert an. Die unteren Schichten werden politisch marginalisiert. Die Macht der Banken und globaler Unternehmen ist immens angestiegen. Die Globalisierung der Märkte schränkt demokratische Spielräume ein. Supranationale Regime lassen sich nicht mit dem Muster und der Qualität von Nationalstaaten demokratisieren. Das Regieren jenseits des Nationalstaates, wie das mein Kollege Michael Zürn einmal genannt hat, wird nicht nur anders, nicht nur schwieriger, sondern ich befürchte auch weniger demokratisch sein. Vielen Dank. Kommen Sie aufs Podium mit? Ja, wir setzen uns alle schon. Ach so. Und Sie, nee, das war hier vorausbestimmt. Sie bitte da, Herr Bieden. 18,5 Minuten. Herr Biedenkopf, Sie sind ja jetzt, haben das Wort für 10 Minuten. Stimmen Sie der Analyse von Herrn Merkel zu, sind Parteien tatsächlich mitgliederarme Kartelle, die einen Monopol-Machtanspruch vertreten?
Also Kartelle gibt es überall, nicht nur bei den Parteien. Die gibt es bei den Ärzten, die gibt es bei den Rechtsanwälten, die gibt es bei den Bankern. Die Frage ist nicht, ob es Parteien gibt, sondern ob man sie toleriert. Aber ich möchte gerne ein paar andere Punkte, wenn ich darf, aufnehmen. Das Erste, was ich sagen möchte, die Demokratie als Idee und als Struktur ist das, oder das Wirken dieser Demokratie ist eine kulturelle und politische Leistung. Wenn diese politische und kulturelle Leistung in einem Stadt nicht, in einem Land nicht dauerhaft neu erbracht wird, dann wird die Demokratie notleidend. Es ist also kein Zustand, den man einmal herstellt und dann bleibt er, sondern es ist ein Zustand, an dem man arbeiten muss. Und insofern ist eine Demokratie, wenn sie in der Krise kommt, wahrscheinlich deshalb in die Krise gekommen, weil die Leute sich nicht mehr für sie interessieren. Ohne Menschen gibt es keine, die sich engagieren, gibt es keine Demokratie. Dann die Wahlbeteiligung. Ich habe Probleme mit der Marginalisierung. Ich habe viele Leute gefragt, warum sie nicht wählen gehen. Und dann sagen sie mir, sie wissen ja, was dabei rauskommt. Das haben sie in den Umfragen gehört. Und die Umfragen, wenn sie für sie befriedigend waren, haben sie gesagt, brauche ich ja nicht zu gehen. Dass die gleichen Leute, die nicht wählen gehen, aber enorm aktiv sind in den Vereinen und überall anders in den Kommunen, das darf man ja nicht ausschalten. Der Begriff Marginalisierung bedeutet, dass sie überhaupt nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, sondern man kann allenfalls sagen, dass sie aus Gründen, die man erforschen muss, nicht mehr am politischen Leben durch Wahlen teilnehmen. Das ist aber eine sehr viel engere Form der Marginalisierung als dieser generelle Begriff. Interessant finde ich, was die Parteien angeht. Die Parteien repräsentieren die Bürger nicht im Parlament, sondern sie wirken bei der politischen Willensbildung mit. Im Parlament repräsentieren die Abgeordneten. Und der Zugriff auf die Abgeordneten, der unter einem starken Parteivorsitzenden und gleichzeitig Kanzler und so weiter ziemlich hart sein kann, ist lockerer geworden. Es ist nicht mehr einfach, von oben in einem Wahlkreis zu entscheiden, wer da den Wahlkreis kriegt. Das ist lange vorbei. Und deshalb sind auch die Selektionen in den Wahlkreisen inzwischen ganz anders. Ich habe noch am Anfang meiner Generalsekretärszeit erlebt, dass der Kohl irgendwo hin telefoniert hat und wenn der aufgestellt wird, kriegt er mit mir Ärger und da wurde er nicht aufgestellt. Heute würde er wahrscheinlich aufgestellt, gerade deshalb. Das hat sich grundlegend verändert. So, ich habe noch eine Minute und dann ist Schluss. Die neuen Formen der Partizipation sind die NGOs, aber die ganz neuen Formen der Partizipation hat uns Obama bei seiner ersten Präsidentschaftswahl vorgemacht. Und diese Art von Partizipation ist nicht mehr wegzudenken. Ihre politische, organisatorische und auch kulturelle Domestikation ist sehr schwierig. Denn durch das Netz kann man Menschen regelrecht unter Druck setzen, ohne dass sie sich wehren können. Und da fehlt dann die Rückkopplung. Und wenn die Rückkopplung fehlt, dann wird diese Art von Partizipation, jedenfalls hat sie eine Gefahr, verantwortungslos zu werden. So, das alles andere nachher. Sie sind ja jetzt deutlich unter Ihrer Zeit geblieben, deshalb. Wenn das so ist, sage ich noch einen Punkt. Aber ich habe nur deshalb es gelassen, weil ich gemeint habe, das ist jetzt ein strukturelles Problem, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Als in Sachsen und in anderen Ländern im 19. Jahrhundert die konstitutionelle Monarchie eingeführt wurde, also die Bindung des Königs durch ein Parlament im weitesten Sinne, da hatte das Parlament die Aufgabe zu verhindern, dass der König das Volk ausbeutet, mit Steuern und so weiter und so weiter. Und der großartige Satz, no taxation without representation, bringt das zum Ausdruck. Das Parlament war mit anderen Worten das Kontrollorgan der fiskalischen, auch des fiskalischen Verhaltens der Exekutive. Heute müssen wir in die Verfassung Begrenzungen reinschreiben, weil das nicht mehr funktioniert.
Das Parlament ist heute nicht mehr Kontrollorgan einer spendenfreudigen Exekutive, sondern die Spendenfreudigkeit ins Parlament gewandert. Und zunehmend haben wir die Situation, dass die Regierung händeringend versucht, dieses Parlament daran zu hindern, noch mehr auszugeben, als es ohnehin schon ausgeben will. Das Interessanteste war der Schulz. Herr Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, hat in einem Interview, das ich heute Morgen zufällig gesehen habe, gesagt, sich sehr beschwert über die Regierungschefs, also den Europäischen Rat, mit der Begründung, die Aufgaben hätten sie formuliert und für die Aufgaben reiche das Geld nicht, also deshalb müssten sie mehr Geld kriegen. Ich will das einfach nur mal feststellen. Eigentlich müsste das Parlament sagen, wir haben viel Geld, jetzt müssen wir mal an die Landwirtschaft, das kann es aber nicht. Oder auch andere Dinge. Das heißt, es hat eine Verschiebung stattgefunden, die ich für gefährlich halte. Denn die Regierung wird ja in der Regel vom Parlament gewählt, jedenfalls bei uns, und kann deshalb das Parlament nur im bedingten Umfang unter Kontrolle halten. Dann wandert das zum Verfassungsgericht, aber das ist dafür ungeeignet. Also ich würde unterscheiden zwischen strukturellen Problemen, die aufgetreten sind, mit denen man sich befassen muss, und der Beteiligungsfrage, die man möglicherweise umdefinieren muss. Ich habe morgen im Handelsblatt einen Artikel zur italienischen Wahl und empfehle dort, dem Herrn Grillo zuzuhören und ihn nicht zu marginalisieren. Und zwar bezeichne ich ihn mit einem sehr ehrenhaften Begriff, jedenfalls in der Monarchie und auch im Volksmund, als Narr am Hof von Rom und Narr am Hof von Brüssel. Und die Leute sagen, die Volksmund sagt, Kinder und die Narren sagen die Wahrheit. Und er sagt Wahrheiten. Er sagt Wahrheiten in Italien und er sagt Wahrheiten in Richtung Brüssel. Das macht er mit einer unglaublichen Provokation, die mich immer daran erinnert, wie die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen sind. Mit Turnschuhen und Blümchen und anderem, weil sie provozieren wollten. Wenn man etwas ändern will, muss man provozieren. Jedenfalls in einer saturierten Gesellschaft, in der Wirklichkeiten nicht provokativ wirken. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich immer noch Zeit habe, aber ich habe nichts mehr zu sagen. Jetzt ist Herr Gabriel dran. Mit was? Herr Biedenkopf hat gesagt, Partizipation umdefinieren. Das klingt ein bisschen wie das Problem wegdefinieren. Nein, also ich meine, an all dem, was eben gesagt wurde, sowohl bei Herrn Merkel als auch bei Herrn Biedenkopf, ist natürlich vieles davon stimmt eigentlich. Ich will einfach mal aus meinem Alltag, das heißt ja Science meet Politics, also ich sag mal was aus meinem Alltag in den letzten, ich habe nicht so viel Erfahrung wie Herr Biedenkopf, ein bisschen weniger, aber so, was so ich so in den letzten 20 Jahren an Unterschieden im Umgang mit demokratischer Willensbildung erlebt habe. Vor 20 Jahren, wenn ich in ein Unternehmen gegangen bin, als junger Abgeordneter, dann wussten mindestens mal die Betriebsräte, meistens ein paar andere auch noch, bis hinein in die Jugendvertretung, da kommt ein Sozialdemokrat. Ich nehme an, die hätten auch einen Christdemokraten als einen Christdemokraten identifiziert. Wenn ich heute in den Betrieb komme, obwohl ich ja vermutlich jedenfalls durch Nachrichten und mein heutiges Amt deutlich mehr Leute mich irgendwie mal gesehen und identifizieren können, heißt es, da kommt ein Politiker. Das ist nicht nur für die SPD ein dramatisches Problem, sondern wenn Sie mal rumhören, vielleicht fragen Sie sich mal über Ihren eigenen Sprachgebrauch. Es gibt eine durchgängig in der Gesellschaft, in sozial deklassierten Gruppen genauso wie im bürgerlichen Mittelstand, und es gibt ja auch im oberen Teil der Gesellschaft einen Teil, der mit Demokratie nichts mehr zu tun haben will, sondern meint, für die Frage, wofür Sie Ihr Geld ausgeben, seien Sie bei Charity selbst zuständig und Steuern zahlen hielten Sie für eine ziemliche Unverfrorenheit, weil da würden ja andere Leute über Ihr Geld bestimmen. Also es gibt sowas ja in allen Teilen. Aber durchgängig in der Gesellschaft finden Sie eine Haltung, die sagt, naja, Politiker, das ist so eine eigene Klasse, die kümmern sich nur um sich selber, haben eigentlich vom wirklichen Leben keine Ahnung. In Wirklichkeit interessieren sie sich auch nicht dafür und in Wahrheit regiert sowieso Geld die Welt. Das ist ein Topos, der längst existiert, den es wahrscheinlich immer schon so irgendwo gegeben hat, aber dass er so manifest die Gesellschaft durchzieht, das muss ja Gründe haben. Und das wird ja wahrscheinlich nicht nur der Grund sein, dass die Leute alle zu blöd sind, die Politik zu verstehen,
sondern möglicherweise hat das was mit ihren Alterserfahrungen zu tun, mit der Art, wie Politik sich aufstellt, wie sie agiert. Und wenn ich gefragt würde, ja, gibt es eine Krise der Demokratie, dann würde ich wahrscheinlich ähnlich wie Herr Merkel sagen, es gibt mindestens mal eine Riesenherausforderung. Denn Demokratie lebt von einem Hoffnungsüberschuss von Menschen. Die Menschen müssen prinzipiell, nicht im Einzelfall, aber prinzipiell der Meinung sein, dass demokratisches Engagement und sei es auch nur durch die Teilnahme an einer Wahl, die Dinge zum Besseren wenden kann. Was wir in unserer Gesellschaft haben, ist ein Fatalismusüberschuss. Die Krise der Demokratie ist heute nicht Weimar, Gott sei Dank nicht. Wir sind ja im 80. Jahr der Machtübergabe an Hitler, war ja keine Machtergreifung, wie manche sagen. Und Gott sei Dank sind wir auch nicht annähernd in einer Verfasstheit in unserem Land oder in Europa wie damals, sozusagen die damalige Krise der Demokratie. Aber ein Fatalismusüberschuss in der Gesellschaft ist schon eine enorme Herausforderung. Und die Frage, wie man damit umgeht, was man eigentlich für Möglichkeiten hat, diesen Hoffnungsüberschuss erneut zu erzeugen, ist ziemlich schwer zu beantworten. Ich habe jedenfalls kein Bilderbuchrezept. Ich kann nur ein paar Ideen sagen. Erstens, ich fange mal bei den Parteien. Übrigens, lieber Wolfgang Merkel, die Zahl der Mitglieder der Parteien ist nicht das Problem, sondern deren Zusammensetzung ist das Problem. Sie können auch Volkspartei sein mit 100.000 Mitgliedern, sogar von mir aus mit 10.000. Entscheidend ist die Frage, repräsentieren Sie eigentlich ansatzweise die soziale Bandbreite in der Bevölkerung? Und wenn ich mal über die SPD rede, dann ist das Problem nicht die Zahl unserer Mitglieder, 500.000 ist übrigens noch eine ganze Menge, sondern das Problem ist, dass sie nicht ansatzweise mehr die soziale Bandbreite unserer Gesellschaft widerspiegelt. Die Partei der Arbeit, wie die SPD sich selber definieren würde, hat ein Durchschnittsalter von 60 Jahren. Das heißt, die berufsaktive Generation finden Sie bei uns gar nicht. Wir sind eine Partei, von der früher immer gesagt wurde, wir seien die Partei der Lehrer. Also maximal sind wir heute die Partei der pensionierten Lehrer. Früher war man als Sozialdemokrat, Sie hatten bei uns den Chef der Feuerwehr, den Chef des Sportvereins und einen Betriebsratsvorsitzenden. Jetzt haben Sie den Chef der Altersabteilung der Feuerwehr, den Ehrenpräsidenten des Sportvereins und den pensionierten Betriebsrat. Das ist ein viel größeres Problem für die Willensbildung innerhalb einer Partei als die Frage der Anzahl der Mitglieder. Die Reaktion darauf kann übrigens nur die Öffnung der Parteien sein. Eines der Projekte, auf die ich persönlich jedenfalls besonders stolz bin, ist, dass die SPD dieses Mal zum ersten Mal in ihrer 150-jährigen Geschichte ein Wahlprogramm schreibt, an dem Nicht-Parteimitglieder massiven Anteil haben. Bis hinein in die Formulierung des Wahlprogramms. Ich glaube, dass Parteien früher, die klassische Verständnis ist, wir sind in so einem Parteiraum, da drechseln wir eine Lösung für gesellschaftliche Herausforderungen, dann stellen wir die ins Schaufenster und hoffen, dass genug Leute dran vorbeigehen auf dem Bürgersteig und gucken und sagen, toll, was für ein schönes Schaufenster, wir gehen mal rein und kaufen das Produkt. Das ist vorbei. Sie müssen die Menschen einladen und zwar unabhängig von der Frage, ob sie bereit sind, ihnen das Versprechen zu geben, sie zu wählen oder gar Mitglied zu werden, an dem Drechseln dieser Lösung selbst mitzuarbeiten. Die müssen sie sozusagen in die Werkstatt einladen und nicht in den Verkaufsraum. Das ist eine ziemlich schwierige Veranstaltung, weil sie natürlich auch Parteimitglieder treffen, die der festen Überzeugung sind, dass das das Letzte ist, was sie möchten. Aber ich sehe bei uns, bei anderen große Fortschritte. Ich glaube, die CDU, bei der ist es seit geraumer Zeit üblich, dass Kandidaten mindestens mal in Vollversammlung gewählt werden. Bei der SPD geht es inzwischen so weit, dass sogar Nichtmitglieder in den Versammlungen teilhaben können bei der Aufstellung von Spitzenkandidaten für Landtagswahlen. Das heißt, diese Form von Öffnungen muss ihnen Alltagswissen zurück in die Partei bringen, die sie aus sich selbst heraus nicht mehr generieren können. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Aufgaben, Parteien selber mit genug Verstand und Wissen und Empathie auszustatten, die sie nicht mehr haben, wenn sie die soziale Bandbreite einer Gesellschaft nicht mehr repräsentieren. Bei Ihrem Thema, das wollte ich auch noch sagen, über die Frage der Anzahl oder der Wählerstimmen für Volksparteien, das ist auch ein janusköpfiges Argument. Wir sind angetreten, unsere Gesellschaft zu liberalisieren. Wir wollten, dass die Wählermilieus sich auflösen.
Blöderweise funktioniert das. Also das Bittere ist, jetzt wählen auf einmal die türkische und CDU und FDP und Grüne. Das finden wir Sozialdemokraten eigentlich nicht in Ordnung. In Wahrheit ist das ein Zeichen für gelungene Integration. Weil natürlich die zweite und dritte Generation der Zugewanderten nicht mehr in den Milieus ihrer Eltern und Großeltern lebt, sondern in sozusagen ganz anderen Milieus. Und jetzt kommen die auch noch auf die Idee, andere Parteien zu wählen. Finden wir eigentlich nicht in Ordnung, wird aber wohl so bleiben. Das Gleiche gilt, früher konnten Sie in einer Hansestadt keinen CDU-Politiker als Bürgermeister mit Aussicht auf Erfolg aufstellen. Weil die CDU war sozusagen katholisch und ein anständiger Hanseat wählt nun wirklich keinen katholischen Politiker. Umgekehrt in Bayern ging das nun schon gar nicht, dass sie einen Protestanten aufgestellt haben. Inzwischen konnte Ole von Beust erfolgreicher Bürgermeister in Hamburg sein, eine ganze Zeit. Und in Bayern gibt es einen Landrat der SPD in Regensburg, glaube ich, der hat alles, was man braucht, um normalerweise da nicht gewählt zu werden. Der ist protestantisch, der ist schwul und er ist auch noch jung und in der SPD. Was davon das Schlimmste ist, weiß ich nicht, aber er ist gewählt worden. Das heißt, dass die Volksparteien, die Grünen zum Beispiel, die Grünen sind die großen Profiteure der Liberalisierung unserer Gesellschaft. Die Grünen sind die neue liberale Partei in Deutschland. Wir hatten übrigens in der Parteiengeschichte Deutschlands meistens zwei liberale Parteien. Nur in den 70er Jahren waren die mal in der FDP vereint. Sie hatten immer eine eher konservativ-liberale Partei und eine genuin linksliberale. Der Fehler der FDP ist, dass sie diese Auflösung der Milieus, die ihnen die Chance gegeben hätte, erstmals dauerhaft ein eigenes, größeres Wählerpotenzial zu bekommen, das haben die verpennt und haben gedacht, die Reduzierung auf Steuersenken und Neoliberalismus sei liberal. Die Grünen dagegen haben sich, das jetzt nicht als Vorwurf gemeint, sondern in alle Richtungen geöffnet. Und sie haben sozusagen eine sich liberalisierende Wählerschaft für sich gewonnen. Das alles hat zur Folge, dass die klassischen Volksparteien, die man übrigens auch Milieuparteien nennen könnten, dass die natürlich einen Einfluss verloren haben. Ob das wirklich eine Krise der Demokratie ist, da würde ich mal sagen, nein. Sondern, ich meine, ich bin Vorsitzender einer solchen Partei, das ist natürlich alles ganz schrecklich für uns, aber für die Demokratie ist eigentlich gut. Und das heißt, ich bin ein bisschen bei manchen Befunden, fehlt mir der andere Blickwinkel. Im Kern allerdings stimme ich Ihnen zu, gerade was sozusagen die schwierige Reform der Internationalisierbarkeit von Demokratie angeht. Das geht los bei sozusagen einer gemeinsamen politischen Öffentlichkeit, die meistens fehlt. Wir haben in Europa eigentlich erst seit der Krise eine gemeinsame Öffentlichkeit. Ein Parlament lebt aber davon, dass es eine gemeinsame Öffentlichkeit gibt. Trotzdem würde ich sagen, ein Großteil dessen, was wir zum Beispiel in unserem Land soziale Marktwirtschaft nennen, lässt sich auf Dauer nicht zurückerobern oder behalten, ohne dass wir die Politik internationalisieren. 1889 haben sich zum ersten Mal die Sozialdemokraten aus aller Welt in Paris getroffen. Da wurde der 1. Mai erfunden. Da steht drunter unter dem Manifest, das Kapital ist national organisiert. Die einzige Antwort ist die internationale Solidarität der Arbeiterbewegung. Na, so ein bisschen mehr als 100 Jahre später stellen wir fest, nein, die Einzigen, die international organisiert sind, scheint das Kapital zu sein. Das mit der Arbeiterbewegung ist wohl eher ein bisschen national geblieben. Also das merken Menschen natürlich. Unsere nationalen Antworten helfen ihnen nicht. Und bestimmte europäische Antworten helfen auch nicht. Wenn ich einem Arbeiter bei Nokia erklären soll, warum der erst Steuergelder zahlt, die nach Brüssel gehen, dann werden diese Steuergelder benutzt, um in Rumänien das gleiche Werk neu zu bauen, in Bochum zu schließen und dort Menschen zu schlechteren Löhnen zu beschäftigen. Das Ganze wird bezahlt aus den Steuergeldern von denen, die ich in Bochum arbeitslos mache. Ehrlich gesagt, ich bin nicht fantasielos für politische Argumentation, aber das kann ich auch keinem erklären. Und das merken Menschen. Und dann kommen Politiker mit Sonntagsreden und erklären ihnen die Political Correctness, warum europäische Demokratie trotzdem gut ist, wie sie ist. Und da sagen die Leute natürlich, ihr habt eine Meise. Das ist nicht gut für mich. Als Ergebnis gehen die nicht zur Wahl. Das ist kein Zeichen von mangelndem demokratischen Engagement. Es ist vielleicht eher ein Zeichen von Realismus bei der Einschätzung der Europäischen Union. Und deswegen würde ich immer ein bisschen bei den schnellen Schlussfolgerungen aus den Zahlen ein bisschen vorsichtiger sein und
glaube einfach, ja, diese Herausforderung des Fatalismus ist riesig, aber das ist nicht zwangsläufig sozusagen ein im Kern demokratietheoretisches Problem, sondern es ist eher ein Problem, dass Menschen in ihrem Alltag oft diesen Fatalismus begründet erleben. Und deswegen glaube ich, muss man an diesen Fragen der Gründe arbeiten. Und das scheint mir jedenfalls die Aufgabe zu sein, der wir uns alle zu widmen haben. Genau, da würde ich gerne gleich bei Ihnen nochmal nachfragen. Der Fatalismusüberschuss, von dem Sie gesprochen haben, inwieweit hat das mit politischen Inhalten zu tun? Sie haben ja durchaus Verständnis für diesen Fatalismusüberschuss geäußert. Liegt das auch daran, dass es eben keine Partei gibt im Bundestag mit Ausnahme der Linken, die sich gegen den Afghanistan-Einsatz stellt oder keine, die die Euro-Rettung kritisch angeht, dass die Menschen da tatsächlich das Gefühl haben, wen sollten wir denn wählen, wenn wir unsere Inhalte vertreten wissen wollen? Ja, der Widerstand der Linkspartei gegen den Afghanistan-Einsatz hat ja nicht dazu geführt, dass bei denen Mitgliedszahlen steigen. Also wenn wir über Überalterung und Arteriosklerose einer Partei reden, ist das die, das am schlimmsten zu ertragen hat. Ich glaube, dass es eher was mit dem ganz normalen Alltagsleben zu tun hat. Wie wollen Sie eigentlich den 5-6 Millionen Menschen in Deutschland erklären, die sozusagen weniger als 8,50 Euro in der Stunde verdienen, dass dieses Land als demokratisches Land, als Land, das sagt, wir sind ein sozialer Rechtsstaat, eine soziale Demokratie, warum sollen die eigentlich wählen gehen, wenn die feststellen, naja, also irgendwie muss ich, obwohl ich Vollzeit arbeite, am Ende des Monats immer noch beim Sozialamt betteln gehen. Wie wollen Sie jemandem erklären, dass Politiker kluge Leute sind, wenn die am Sonntag darüber jammern, dass es so wenig Kinder gibt, jeder zweite Arbeitsplatz, der neu besetzt wird von jungen Menschen in Deutschland, aber befristet ist? Ich meine, wie sollen die das zusammenkriegen, die Aufforderung, Familien zu gründen und Kinder zu kriegen und gleichzeitig zu erleben, dass, obwohl sie fleißig in Ausbildung oder Studium waren, sie keinen festen Job bekommen und gar nicht die Voraussetzungen dafür haben, Familie und Kinder zu bekommen. Also es gibt schon ein paar Dinge, die was im Alltagsleben zu tun haben. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, woher kommt das eigentlich, dass Sie gegen alles heute eine Bürgerinitiative haben? Gegen alles. Also es ist ja egal, was Sie machen, ob Sie ein Atomkraftwerk wollen oder ein Windrad. Es finden sich Leute zusammen, die finden, dass das an der Stelle nicht geht. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld keine Veränderung mehr wollen. Die Menschen erleben so viele Veränderungen in der Arbeitswelt, in dem, was mit Nachrichten auf sie einströmt, dass sie Orte suchen, wo es keine Veränderung mehr geben soll. Selbst das Schlechte soll schlecht bleiben, weil man kennt es wenigstens. Ich war in Halle-Neustadt, da stehen seit 1990 5 Hochhäuser leer. Da wird niemand mehr einziehen. Die Einzigen, die da vorbeikommen, ist Feuerwehr und Polizei, wenn da irgendwas schief geht. Jetzt will die Stadt diese 5 Hochhäuser abreißen. Es gibt eine Bürgerinitiative dagegen. Ja, sie lachen. Am meisten werden sie wahrscheinlich lachen, wenn ich ihnen sage, was die mir erzählt haben. Das Argument der Bürgerinitiative ist, jetzt wollt ihr auch noch den letzten Rest der DDR-Architektur hier wegkriegen. Im ersten Moment denkt man, die sind verrückt geworden. Im zweiten Moment kann man verstehen, um was es da geht. Ihr habt uns so viel, die Übersetzung lautet, ihr habt uns so viel Identität genommen, ihr habt uns so wenig Sicherheit gegeben und wir wissen nicht, was ihr hinterher aus unserem Wohngebiet macht, wenn die Hochhäuser erstmal weg sind, dass es uns lieber ist, die bleiben da. Das heißt, mangelnder Veränderungswille, jedenfalls im unmittelbaren Lebensbereich, hat, glaube ich, was damit zu tun, dass sich Menschen mit dem, was sie ansonsten erleben, inzwischen überfordert fühlen. Ja, ich wollte nur sagen, das stimmt Ihnen da vollkommen zu. Aber es ist interessant, dass der Widerstand gegen Veränderungen vor allen Dingen in den Regionen stattfindet, die keine Zukunft signalisieren. Das ist nämlich kein zentrales Problem, sondern das ist ein regionales Problem oder sogar ein örtliches. Also was Sie über Halle-Neustadt berichten, kann ich über Dresden genau umgekehrt berichten. Die Dresdner Bevölkerung ist der Meinung, dass ihre Stadt aufblüht. Und weil sie aufblüht, wollen sie den alten Kram weghaben. Sie waren sogar bereit, in einem Bürgerentscheid die Brücke zu bauen. Und das zurückzubauen.
ja, zurückzubauen und auch einen gewissen Teil dieses Wohnungsbestandes zu privatisieren. Aber das hängt damit zusammen, dass diese Stadthalle ist ja im Verhältnis, das ist, muss man einfach in die Einzelheiten gehen, fühlt sich im Verhältnis zu Magdeburg zurückgesetzt. Eigentlich wollten die Hauptstadt haben. Und Magdeburg hat sie bekommen. Und seitdem fühlen sich die Hallenser peripher. Und deshalb ist da eine andere Stimmung, das stimmt. Da kann man hervorragende Erfahrungen machen mit der Interkonnexität der Wahrnehmung einer bestimmten Region und der Einstellung der Menschen zur Zukunft. Also das, was Sie als Fatalismus bezeichnen, ist vollkommen richtig. Ich kenne eine ganze Reihe von Regionen in Ostdeutschland, ich kenne aber auch einige in Westdeutschland. Wir haben zum Beispiel im großen Ruhrgebiet auch eine ganze Reihe von Fatalismus-Regionen, weil man ihnen diese Region, das hat einen ganz anderen Grund, nicht die Trennung Deutschlands, sondern die zu lange Beibehaltung der Ruhrkohle, sodass die plötzlich gemerkt haben, die Ruhrkohle ist nicht mehr zu halten, aber es ist nichts anderes da. Es war zwar Nokia da und Opel, aber Opel ist schon wieder gefährdet. Also es war keine Verwurzelung des Neuen. Und deshalb, das hängt eng miteinander zusammen. Ich finde das sehr interessant, dass Sie das so beobachten, aber es ist eben ein Gefühl, was nicht aus der Lage Deutschlands entsteht, sondern was aus der Lage entsteht, in der man lebt. Also noch eigene Wahrnehmung hat. Ich will nur an einer Stelle widersprechen. Stuttgart ist bestimmt eine prosperierende Stadt. Bitte? Stuttgart ist bestimmt eine prosperierende Stadt. Ja. Der Widerstand dort gegen das Bahnhofsprojekt wird gemacht von denen, die drumherum wohnen, jedenfalls nicht unerheblich getragen und die sich nicht gestört fühlen wollen. Die ja, auch keine Veränderung haben wollen. Die wollten nicht das Loch sehen. Das hat aber nichts mit Fatalismus zu tun. Nee, aber der Wunsch in dem Bereich, in dem man lebt, keine Veränderung mehr zu erfahren. Da widerspreche ich Ihnen ja gar nicht. Ich wollte nur dieses Fatalismus-Argument aufwerfen, weil ich das angehen. Nein, im Übrigen haben Sie vollkommen recht. Wer von uns hier im Saal begrüßt eine nachhaltige Veränderung der Umgebung, wenn er ein eigenes Haus mit einem Garten hat? Ich glaube nicht, dass es viele gibt. Das ist so. Und das Problem ist nicht, dass da ein Mast aufgestellt werden muss, sondern das Problem ist, dass die Leute sagen, warum zum Donnerwetter muss der denn da aufgestellt werden? Da, erstens, man kann ja nicht woanders aufgestellt, erste Frage, erster Vorschlag. Zweite Frage, kann man es nicht unter der Erde machen, kommen jetzt die anderen und protestieren, das ist magnetische Feld, geht auch nicht. Dritter Fall ist, können wir nicht die Energiewende anders lösen? Da rennen wir auf einen riesigen Widerstand. Das ist vollkommen klar. Ich würde gerne noch mal auf die Ebene, die Herr Merkel angesprochen hat, nämlich die EU, zu sprechen kommen. Ja. Wir haben ja da eigentlich zwei Legitimitätsprobleme. Einmal, dass die Bürger das Gefühl haben, sie können nicht mehr mitentscheiden, weil in Brüssel entschieden wird. Und das andere Phänomen hat sich eigentlich in der Krise gezeigt, die Notwendigkeit, die behauptete Notwendigkeit der Exekutive, schnell handeln zu müssen, schnell reagieren zu müssen aus wirtschaftlichen, aus finanzpolitischen Gründen und die Langsamkeit des Parlaments, das angeblich nicht schnell genug, nicht adäquat entscheiden kann. Sind das stichhaltige Begründungen, um geringere Legitimität zu rechtfertigen, Herr Merkel? Ja, zu rechtfertigen, würde ich sagen. Aber ich würde das gerne, ich antworte auf die Frage, gerne mit dem verbinden, was Sigmar Gabriel gesagt hat. Man müsse die internationalen Entscheidungsarenen oder die Politik internationalisieren. Mein Argument dabei wäre, Europa zeigt, wie schwierig das jenseits des Nationalstaates ist. Erstes Beispiel. Europäische Parlament führt 1979 Direktwahlen ein. Über 60% gehen hin. Mit jeder Wahl wachsen etwas die Kompetenzen des Europäischen Parlaments. Gleichzeitig geht die Wahlbeteiligung zurück. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer Abgabe von Kompetenzen an internationale oder supranationale Organisationen und deren Politisierung. Zweitens, was Frau Hofmann gesagt hat, wenn man
als wenn man sagt Zeitdruck. Und das war ja das zentrale Argument in der Eurokrise. Die drohenden Finanzmärkte würden die Zinssätze für die Staatsanleihen, für die Bonds in die Höhe treiben. Deshalb muss schnell was gemacht werden. Draghi hat was gemacht. Ich meine ökonomisch das Richtige. Demokratie theoretisch nirgendwo gedeckt. Nirgendwo gedeckt. Im Grunde haben wir hier einen klassischen Fall, wo die Expertise wenig demokratisch legitimierte Institutionen Entscheidungen von einer Tragweite treffen gegen demokratische Prozeduren, die hochproblematisch ist. Ich bin höchst skeptisch zu glauben, wenn man sagt, die drei große Prinzipien ist, Beteiligung, Repräsentation, Machtkontrolle. Wenn man sagt, internationale Politik, Politik muss eben internationalisiert werden, dann wird man bei einer skrupulösen Analyse sehr rasch sehen, weder die Partizipation lässt sich irgendwo in einem vergleichbaren Maße wie auf der nationalen Ebene vorantreiben. Die Repräsentation wird schon auf der europäischen Ebene ganz schwierig. Wenn wir fragen im Parlament, ich habe das in Heidelberg in meinen Uniseminaren immer wieder gemacht, wer ist denn Ihr Repräsentant im Europäischen Parlament? Von 80 Leuten im Seminar haben das 2 gewusst und die waren Hiwis bei den Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Sonst weiß man das nicht. Das ist eine sehr viel größere Distanz. Und reden wir nicht über Machtkontrolle. Die Machtkontrolle ist noch viel schwieriger, selbst auf der europäischen Ebene. Wenn wir das hochschieben auf eine globale Ebene, auf globale Regimes wie die WTO oder andere, haben wir das ganze Problem noch einmal potenziert. Das ist meine Skepsis. Ich will damit nicht sagen, alles geht in den Bach herunter, aber es verschieben sich gewissermaßen Entscheidungsstrukturen, die nicht mehr so kontrolliert werden, die nicht mehr die dichte Repräsentation haben, die Partizipation schon gar nicht. Sie wird vielleicht ersetzt von den NGOs, die international da auftreten. Also das ist sicher alles richtig für eine ganz ferne Zukunft. Die Vorstellung, die politische Integration Europas so weit zu treiben und gleichzeitig eine Art europäischen politischen Raum zu schaffen, lag ja schon dem Euro zugrunde. Aber der Hauptfehler, den man mit dem Euro gemacht hat, jetzt mal von allen technischen Fehlern abzusehen, war die Annahme, dass man über Geld integrieren kann. Das geht nicht. Weil die Geldmärkte nicht europäisch sind. Die sind weltweit. Und das Erste, was wir festgestellt haben, dass da über die europäische Entwicklung der Finanzen, nachdem die Parlamente sich zum alle nicht an die Kriterien gehalten haben, keine Kontrolle mehr hatten. Nein, ich glaube, wir müssen sehr aufpassen mit dieser institutionellen Geschichte. Wir können in Europa den Grundsatz One Man, One Vote nicht verwirklichen. Es sei denn, dass wir nur die großen Staaten nehmen. Da geht das. Aber die kleinen Staaten finden dann ja nicht mehr statt. Also man muss ihnen ein Minderheitenrecht geben. Das ist auch noch in Ordnung. Wenn der Staat nicht größer als 3-4 Millionen Einwohner hat, geht das noch. Aber dann kommen die 6-8 Millionen haben. Und dann verschiebt sich die ganze Geschichte. Das Hauptproblem ist aber, nach meiner Überzeugung und auch nach meiner Erfahrung, dass die Kommission nicht als eine wirkliche Regierung wahrgenommen werden kann, weil man sich eine Regierung mit einem Regierungschef und 27 Ministern bei begrenzten Zuständigkeiten nicht vorstellen kann. Das ist Unsinn. Wenn ich den Leuten sage, da ist der Herr Barroso, das Erste, was Herrn Barroso passiert ist, dass er vom Europäischen Rat einen auf den Hut bekommt. Das war, als die bei dem Nobelpreisverleihung, man muss ja auch mal in die Fakten gucken, da fahren 3 Leute zur Nobelpreisverleihung, weil sie sich nicht entscheiden können, wer das macht. Und war nahegelegen, war der Parlamentspräsident macht das. Aber die beiden anderen, der Rombui und der Barroso, halten das für unvorstellbar. Und dann diese geradezu groteske Übergabe der Urkunde, wo sie alle 3 also gewissermaßen an einem Stück Urkunde teilhaben wollten. War ja auch so. Mussten alle aufs Bild kommen.
kommen zurück. Was sagt der Europäische Rat? Er lobt seinen Präsidenten, der da nichts zu sagen hat. Und er erklärt dem Herrn Barroso, und er hätte eine gute Rede gehalten, und dann hatte der Barroso auch noch Anträge, die hat er weggeschoben. Das Parlament kann sich gegenüber der Exekutive auf diese Weise nicht durchsetzen. Die Berufung eines Präsidenten für den Europäischen Rat war ein genialer Schachzug zur Entmachtung des Parlaments. Das sind Machtfragen, die da entschieden werden. Das war immer so. Als das Europaparlament gegründet wurde, war ich Generalsekretär. Und ich habe mit einem alten englischen erfahrenen Politiker darüber gesprochen. Da hat er zu mir gesagt, junger Mann, Parlamente haben noch nie Zuständigkeiten bekommen. Sie haben immer die Zuständigkeiten erkämpft. Es gibt keine Regierung, die dem Parlament Zuständigkeiten zubilligt. Das ist ein Traum. Das kannst du am grünen Tisch machen. Die Wirklichkeit ist anders. Niemand gibt Macht ab, wenn er sie legalerweise hat. Und das Europäische Parlament kriegt das nicht zu packen. Und jetzt kommt eins hinzu. Die Kommission verzettelt sich, weil sie 27 Mitglieder haben, die sich in eine begrenzte Zuständigkeit teilen müssen, in ununterbrochen wachsender Form, in Sachen, die keineswegs eine europäische Regelung bedürfen. Und das ärgert die Leute. Da kriegen sie alles Mögliche auf den Tisch und das wird dann noch aufgeblasen. Guck mal, was die da in Brüssel mit deinem Geld machen. Die Begrenzung fehlt. Herr Gabriel, ist das richtig, was Herr Merkel sagt, dass eine Verlagerung von Kompetenzen auf höhere Ebenen immer auch einen Demokratieverlust mit sich bringt? Nein, er weist ja auf den Befund hin, dass er sagt, das Parlament hat eigentlich im Laufe dieser Jahre seit 1979 mehr Rechte bekommen, das stimmt auch, und trotzdem haben die Leute die weniger gewählt, stimmt auch. Und ich habe am Anfang gesagt, eines der großen Probleme der europäischen Demokratie oder Demokratie auf europäischer Ebene ist, dass die Voraussetzung für Demokratie ja eine gemeinsame politische Öffentlichkeit ist. Und erstmals in der Euro-Krise hat Europa ein gemeinsames Thema, das zu jeder Tageszeit, an jedem Tag der Woche in ganz Europa in gleicher Weise debattiert wird. Nicht, was die Auswirkungen angeht, aber es ist sozusagen ein Thema, das überall in Europa beredet wird, in allen Sprachen, die Europa hat. Davor, Herr Merkel, war das überhaupt nicht der Fall. Übrigens, Ihre Heidelberger Hiwis, die Ihnen zwei, die Antworten gegeben haben, Sie wüssten die Abgeordneten, die haben auch Unrecht. Denn die haben gar keine Abgeordneten. Sondern es gibt keine Wahlkreisabgeordneten in Europa. Also nochmal anrufen und denen erklären, auch die Vermutung, diese beiden seien ihre Abgeordneten gewesen, war falsch. Weil natürlich in Wahrheit sie gar keine Wahlkreisabgeordneten wählen, sondern sie wählen eine Liste. Und dann kann es sein, dass zufällig der Gewählte irgendwo in ihrer Region lebt. Dann hat das aber was damit zu tun, dass die Parteien vorher gedacht haben, wir müssen mal gucken, welche Regionen brauchen wir denn da unbedingt drin. Übrigens nicht, weil sie die Regionen da drin haben wollen, sondern weil die innerparteilichen Bataillone aus dieser Region dafür sorgen, dass da einer reinkommt, damit der hinterher auch höhere Beiträge an die Partei zahlt. Also wir wollen es auch nicht die Latte zu hoch legen für die Frage, wie wird man eigentlich Europaabgeordneter. Aber trotz all diesen Befunden stellt sich doch die Frage, wenn wir es festhalten, dass weltweite ökonomische Beziehungen, die Nationalstaaten in ihren Freiheiten, sich so oder so aufzustellen im Zusammenleben der Menschen, verengen, das ist ja wahrscheinlich ein Befund, den niemand bestreiten wird, dann bleibt ihnen ja nur die Lösung, dass sie versuchen, internationale Beziehungen zu bilden, die sie in welcher Form auch immer repräsentativ abbilden, um zu sozusagen einer Neubegründung von Rahmenbedingungen zu kommen, die sozusagen die Freiheit dieser Globalisierung einengt, weil die sozialen Kollateralschäden, die bei einer totalen Freiheit entstehen, so groß sind, dass sie für die Nationalstaaten gefährlich sind und im Zweifel sogar dazu in der Lage sind, Demokratie zu zerstören. Das ist ja die Begründung dafür, dass wir nach 1945 soziale Bedingungen geschaffen haben und die Idee der sozialen Marktwirtschaft da herausgewachsen ist. Die konnten wir jahrzehntelang bedienen durch Wohlstand für alle, jedenfalls in wachsender Weise. Und mit der Globalisierung ist das in Frage geraten. Da sie aber
soziale Bedingungen oder Rahmenbedingungen der Globalisierung nicht sozusagen nationalstaatlich auffangen können, werden sie also zu internationaler Kooperation kommen müssen, zu einer verstärkten. Deren demokratische Legitimation wird in den nächsten Jahren sehr stark indirekt sein. Natürlich hat Frau Merkel und hat Herr Hollande und hat wer auch immer als Regierungschef eine demokratische Legitimation für sein Handeln im Europäischen Rat. Es ist ja nicht so, dass er keine hat. Die Frage ist, wollen wir das dabei belassen? Wollen wir ein intergouvernementales Europa, wo wir sagen, das ist eben so, eine gemeinsame Öffentlichkeit im Rahmen des Europäischen Parlaments wird es immer nur partiell geben? Oder sagen wir nein, wir wollen in eine andere Richtung gehen, wir wollen aus dem Europäischen Parlament ein echtes Parlament machen. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat gerade vor wenigen Monaten erklärt, es sei kein Parlament, sondern irgendwie so eine gehobene Bezirksverwaltung oder so. Deswegen ist die 5%-Klausel gefallen mit diesem Argument. Und wollen wir das Parlament ermächtigen, eine europäische Regierung zu wählen? Und die Staats- und Regierungschefs werden sowas, wie wir es in Deutschland haben, als zweite Kammer, so eine Art europäischer Bundesrat. Das sind ja eigentlich die beiden Konzepte, die gegeneinander stehen. Ich will gerne zugeben, ich finde das zweite Konzept, das sozusagen langfristig tragfähigere. Ich mache mir überhaupt keine Illusionen, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, dass sozusagen es dazu gar keine Alternative gibt. Übrigens, die Politik muss natürlich in ihren Nationalstaaten auch zu Europa stehen. Wenn seit 1979 jeder Regierungschef in Europa, jeder Partei, auch meiner, wenn es eng wurde, die Schuld für bestimmte Entwicklungen auf Europa geschoben hat und übrigens den Deutschen seitdem einredet, Deutschland sei ein Nettozahler der Europäischen Union, was ökonomisch blanker Unfug ist. Wir sind ein Nettogewinner. Wir zahlen zwar mehr Steuern nach Europa, als wir zurückkriegen, aber sozusagen wir wären ja nicht Exportweltmeister, wenn wir nicht ökonomisch mehr einnehmen würden als aus. Daher kommen ja die Leistungsbilanzunterschiede. Aber wenn jeder jahrzehntelang das der Bevölkerung erzählt, dann müssen Sie nicht wundern, irgendwann glauben die das. Und so ist das. Die Leute glauben, Deutschland sei der Lastesel der Europäischen Union. Das ist natürlich Unfug. Wir sind die großen Gewinner der Europäischen Union. Bis heute. Dieses Land hat 500 Millionen mehr eingenommen als ausgegeben seit der Gründung der Währungsunion. Also es geht schon auch darum, dass man das politische Projekt, das man vorantreiben will, sozusagen auch erklärt, verteidigt, erläutert. Das heißt nicht, dass all die Schwierigkeiten, die Sie beschrieben haben, damit weg wären. Aber wenn sozusagen gar nichts stattfindet, keine gemeinsame Öffentlichkeit, kein mutiges Vertreten des politischen Projekts durch diejenigen, die es tragen, keine direkte Repräsentation, keine Vorstellung darüber, wie das funktionieren soll. Ich meine, Herr Bienkopf hat da völlig recht. Wenn wir hier im Saal einen Workshop machen würden und würden auf einer weißen Karte beschreiben, wie die Europäische Union strukturiert ist, auf die Idee, sie so zu strukturieren, wie sie heute strukturiert ist, würde keiner hier im Saal kommen. Dazu muss man Berufspolitiker sein, um auf diese Idee zu kommen. Das schaffen Sie nicht mit normal. Ein bisschen mehr. Man muss auch was von europäischer Geschichte wissen. Ja, und Sie müssen. Was wir hier zu integrieren versuchen, sind Länder mit höchst unterschiedlicher geistiger, politischer Ausstattung. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das Konzept von Europa, das wir bisher verfolgen, ob das eigentlich so funktioniert. Ich meine, wir haben jetzt gerade das Thema, halte ich für relevant. Ja, das Thema Armutswanderung von Roma. Ja, die deutschen Städte, einige deutsche Städte und Gemeinden müssen jetzt ein naives Integrationsverhalten beim Beitritt Rumäniens und Bulgariens in die Europäische Union ausbaden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die in übelsten Slums wohnen, die in diesen Staaten diskriminiert werden, für die nichts getan wird, dass die irgendwann mal auf die Idee kommen, zu sagen, dann gucken wir uns mal um in Europa, wo wohnen ein paar Verwandte von uns, da gehen wir besser auch dahin, als ne, die Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Also die ist ja relativ wahrscheinlich. Und dass sozusagen niemand in der Europäischen Union über diese Frage geredet hat, wie man damit mal umgehen könnte, sondern sozusagen blind in einen Teil von Integration gelaufen ist, der jedenfalls nicht voraussetzungslos funktioniert. Das, glaube ich, wird auch zu einer Veränderung der Europäischen Union führen müssen. Richtig. Ich glaube nicht an Europa, das morgen überall in gleichem Maße integriert ist. Das glaube ich nicht. Diese Idee von unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder segmentierter Integration finde ich weit realitätsnäher
aber demokratietheoretisch, da gebe ich Ihnen recht, natürlich nicht sozusagen sauber, weil das ist gar nicht so einfach zu klären. In welchem Maße sind Sie integriert? Dürfen Sie dann eigentlich im Parlament mit abstimmen oder nicht? Bei welchen Fragen dürfen Sie die Hand heben, bei welchen nicht? Das ist schon alles relativ schwierig, aber ich würde trotzdem sagen, es gibt keine Alternative. Letzte Bemerkung, nee, gibt es nicht. Ja, die Alternative ist die Zerstörung der Europäischen Union. Sie wollen doch nicht Frau Merkel zitieren. Nein, es gibt keine Alternative im Sinne eines emanzipatorischen einer aufklärerischen Haltung zum Zusammenleben in Europa. Ja. Wenn Sie der Meinung sind, man kann Europa auch den Bach runtergehen lassen, ja, das ist eine Alternative. Aber ich bin nicht der Überzeugung, dass dieser Kontinent und seine Menschen eine Chance haben, im 21. Jahrhundert ohne eine wie auch immer geartete europäische Zusammenarbeit ihre Vorstellung vom Zusammenleben aufrechtzuerhalten. Weil der chinesische Ministerpräsident, der wird nicht 27 Staaten in Europa nacheinander anrufen und mal fragen, was wir so denken über die Probleme der Welt. Sondern entweder Europa hat eine Stimme dann oder es hat gar keine Stimme. Und deswegen glaube ich, dass sozusagen, das meinte ich mit alternativlos, wenn Sie wollen, dass in der globalisierten Politik die Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents eine Stimme haben, dann können Sie nicht auf einen sozusagen Integrationsprozess in Europa verzichten. Wie der verläuft, in welchen Schritten, mit welchen Geschwindigkeiten, mit welcher demokratischen Repräsentation. Das sozusagen kompliziert und wird nicht eine Bilderbuchlösung sein. Aber das prinzipielle Ziel einer stärkeren Zusammenarbeit auf diesem Kontinent, den halte ich im Sinne von Aufklärung, im Sinne von Emanzipation und im Sinne von einer Stimme in der Welt halten. In der Tat für alternativlos. Ja. Ich würde gerne, bevor wir das gleich öffnen, weil wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, da muss man was dazu sagen. Noch einmal auf Lösungswege zu sprechen kommen. Wenn alle Herren der Meinung Sie sind, das regeln, kriegen Sie bestimmt nachher noch in eine Antwort unter hier, die auf irgendwas, was hier gefragt wird. Antworten bestimmen dann das Thema. Also dann lassen wir es. Gut. Ich würde ehrlich gesagt gerne hören, was Herr Biedenkopf sagen wollte. Ich wollte eigentlich nur ein Bild bringen. Ein Bild bringen. Ich war als Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen mit einer kleinen Gruppe zu einem Forstbesuch. Und da hat der Förster Setzlinge gesetzt. Und da hat jemand gefragt, lohnt sich das für Sie? Und da hat er gesagt, nein. Lohnt sich das für Ihren Sohn? Hat er gesagt, nein. Warum tun Sie das denn dann? Weil es sich in 80 Jahren lohnt. Das Europaprojekt ist ein nachhaltiges Projekt. Ich muss das Ziel haben, aber ich muss auch die Zeit und die Geduld haben, Toleranzen aufzubauen in einer Region, in der 1000 Jahre lang gestritten und Krieg geführt wurde, in der die Leute in einzelnen Ländern heute noch mit Schlachten Politik machen können, die 500 Jahre zurückliegen. Das gehört alles zu diesem Europa dazu. Und dass Europa jetzt auf die ökonomische und die Demokratieebene zu reduzieren, wird nie funktionieren. Der Europäische Verfassungsvertrag war deshalb eine Katastrophe. Und er geht ja auch schief in den wesentlichen Bestimmungen, weil man damals am grünen Tisch eine Währungsunion gebastelt hat, vor der alle, die was davon verstanden, gewarnt haben. Man wollte nichts anderes als ein Integrationssignal setzen und dieses hatte einen ausschließlichen politischen Grund. Die Franzosen wollten, dass die Deutschen endgültig eingebunden werden und deshalb wollten sie die D-Mark und die Bundesbank europäisieren. Das war der Grund, sonst keiner. Und Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker haben das alles für richtig gehalten, haben sogar gesagt, jawohl, die Deutschen muss man an die Leine legen. Und jetzt haben wir die ironische Situation, dass die Deutschen diejenigen sind, die das alles gestalten. Das ist für Frankreich schrecklich. Vor dem Hintergrund müssen wir sehen, ob wir Fehler machen oder nicht. Meine Enkel sind längst in Europa zu Hause. Sie sprechen 3-4 Sprachen. Die lernen das. Und zwar nicht, weil sie Elite sind, sondern weil sie einfach in ordentlichen Schulen sind. Das wächst. Aber wissen Sie, das können Sie nicht beschleunigen. Sie können alles beschleunigen auf der Welt, aber nicht das Sammeln von Erfahrung. Das Sammeln von Erfahrung kann man nicht beschleunigen. Und die Leute müssen sehen, es gibt keinen Krieg. Wir schlagen uns nicht mehr gegenseitig tot.
Wir schieben uns auch nicht weg. Wir wollen mit anderen reden. Das muss wachsen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir die Institutionen 10-mal schneller entwickelt haben, als die Leute mitkommen. Und weil die Leute nicht mitkommen, deshalb gehen sie nicht zur Europawahl. Die sagen, ich verstehe das alles nicht mehr. In der politischen Debatte wird heute über Hunderte von Milliarden unter Signum wie SMS, EMS und sowas diskutiert. Sagen die Leute, was ist das? Keiner erklärt sie. Das geht nicht. Die Leute haben sich aus Europa zurückgezogen, sondern diejenigen, die im Augenblick europäisch verantwortlich handeln, haben sich von der Bevölkerung zurückgezogen und sprechen eine Sprache, die ja ich kaum noch verstehe. Ich muss dann zu googeln oder irgendwo hingehen und gucken, was ist da eigentlich passiert worden in den letzten 8 Wochen. Die Geschwindigkeiten stimmen nicht. Sie haben recht mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Habe ich immer für eine gute Idee gehalten, was der Lammers und der Schäuble damals ausgedacht haben. Aber wir machen das ja noch nicht mal. Der Kern der Geschwindigkeit kann nur in diesem Europa, Herr Gabriel, von Frankreich und Deutschland gemeinsam bestimmt werden. Und die Franzosen haben im Augenblick das große Problem, dass sie feststellen, ihre Wirtschaftsverfassung ist nicht so leistungsfähig wie die deutsche. Und da ist das Entscheidende, der Kern des Ganzen. Wenn die Deutschen und die Franzosen sagen, wir sind jetzt einig, wir haben auch eine eigene Währung, wir machen einen politischen Raum für uns, dann kommen die anderen dazu. Aber so wie das im Augenblick ist. Ich würde gerne doch noch eine Mini-Bemerkung machen, insbesondere zu Herrn Gabriel. Ich stimme zu, und so ist das natürlich nicht gedacht. Ich stimme zu, dass es zu dem Projekt Europa nur sehr schwer denkbare Alternativen gibt, wenn man nicht zurückfallen will in Nationalstaaterei mit verheerenden ökonomischen, kulturellen, sozialen Folgen. Keine Frage. Aber ich finde, man muss es schärfer diskutieren im Sinne von konkurrierenden Gütern. Das eine ist, wir wollen Europa nicht nur aus postnationalen Gründen, sondern Sie haben eines genannt, um in der Welt eine andere Rolle zu spielen. Davon profitieren ja auch die Nationalstaaten. Aber wir erkaufen das. Wir erkaufen das mit dem Verlust von anderen Gütern. Darum geht es. Es gibt einen Trade-off. Wir wollen nämlich mit demokratischen Entscheidungen. Niemand wird aber behaupten. Die haben Sie doch gar nicht mehr. Sie unterstellen, dass Sie in nein, der Welt nein, der Demokratie. Nein, ich unterstelle gar nichts. Ich sage Sie sozusagen nicht die Analyseebene. Die Analyseebene ist folgende: Es wandern aus dem nationalstaatlichen Gehäuse Entscheidungen ab. Die wandern nach Europa teilweise. Doch, natürlich. Das teile ich Ihre Analyse nicht. Es gibt bestimmte Entscheidungskompetenzen, die Sie früher im Nationalstaat haben. Die Sie heute, die Alternative ist, entweder Sie haben sie gar nicht mehr in der Welt oder Sie haben sie in Europa. Sie werden sie nie wieder alleine nationalstaatlich haben. Der Souveränitätsverlust. Das will ich doch gar nicht. Sie behaupten, es ginge darum, dass sozusagen Souveränität abwandert vom Nationalstaat nach Europa. Demokratie abwandert vom Nationalstaat nach Europa. Richtig. Und ich behaupte, die Wahrheit ist, diese Souveränität haben Sie heute schon gar nicht mehr. Die Frage ist, ob Europa ein Weg ist, sich diese Souveränität zurückzuholen, weil Sie sie längst gegenüber den Finanzmärkten verloren haben. Die Souveränität, von der Sie reden, ist eine Illusion, wie wir gerade feststellen. Die ist nicht. Ich sage nur, es faktisch wandern Kompetenzen ab. Es wird, und dem stimmen Sie ja zu, es werden viele Entscheidungen nicht mehr nationalstaatlich allein getroffen, sondern in einem europäischen Konzern. Dieses europäische Konzern hat es institutionell bisher nicht geschafft, dieselbe demokratische Qualität zu erzeugen wie der Nationalstaat. Und ich sage, man kann diskutieren, dass die Güter, die man gewinnt, Wettbewerbsfähigkeit, fit zu sein, um eventuell supranationale Re-Regulierungen gegen die Globalisierung zu treffen. Man kann sagen, das wollen wir, das ist das höhere Gut, deshalb sind wir bereit, über eine nicht definierbare und nicht definierte Periode der Zeit mit dieser Demokratielücke zu leben. Aber man muss es so benennen. Und man kann sagen, das hat Priorität. Sonst könnten wir da sitzen und haben überhaupt keine Regulationschancen gegen internationale Märkte. Und im Übrigen ist das, und insofern gibt es eine
glaube gar nicht, dass es einen Unterschied gibt, aber sozusagen so, wie Sie das formuliert haben, dass wir nicht soziale Folgen der Globalisierung gleichsam oder die Globalisierung aufhalten können. Natürlich ist Globalisierung eine politische Entscheidung. Der kardinale Punkt war 1990 mit dem Washington-Konsensus. Ich behaupte nicht, dass man sozusagen einen Antikonsensus wieder produzieren kann. Aber die ganze Diskussion, die Steinbrück und andere angeleiert haben, nämlich eine Regulierung der Finanzmärkte voranzutreiben, zeigt, dass man durchaus eingreifen kann. Und in solche Entscheidungen. Aber Europa werden Sie ja wohl nicht behaupten können, dass das jetzt sozusagen, wir müssen das einfach so machen, weil wir sonst keine Chancen haben. Wenn es so ist, müssen wir sagen, wir bezahlen etwas dafür. Und unsere These oder das Thema hieß Krise der Demokratie. Die Frage ist, handeln wir uns dann in Zukunft möglicherweise weniger Demokratie ein, als wir es vorher hatten. Das ist die Postdemokratie-These, die ich nicht voll teile, aber die diskutiert werden muss. Herr Merkel, wir haben ein wirkliches analytisches Problem. Sie gehen davon aus, dass wir mit der Entscheidung, uns zu europäisieren, demokratische Selbstbestimmungsrechte abgeben und dass das sozusagen der Verlust sei, über den man reden müsse. Meine Analyse ist, wir geben gar nichts mehr ab, weil wir schon gar nichts mehr haben. Weil die Nationalstaaten alleine diese Souveränität, von der sie sagen, dass wir sie abgaben, nicht besitzen. Sondern in Wahrheit ist die Europäisierung der Versuch, den Nationalstaaten in ihrer Zusammenarbeit in Europa ein Stück der Souveränität, die sie abgegeben haben an internationale Finanzmärkte vor allen Dingen, zurückzugeben. Ich habe einfach ein Analyseproblem mit Ihnen, dass Sie glauben, wir sitzen hier zusammen miteinander in Europa und reden mal über die Frage, was wollen wir denn jetzt abgeben an europäische Souveränität? Das ganze Wettbewerbsrecht in Wahrheit, in Europa war nichts anderes als eine Deregulierung, als eine Abgabe an europäische Märkte, einen Verlust an demokratischer Kontrolle. Ja, aber das wiederum ist nicht eine Entscheidung gewesen, bei der man sagen könnte, sie ist sozusagen aus dem Bewusstsein erfolgt, dass wir das europäisch regeln wollen, sondern das ist natürlich sozusagen die Reduktion Europas auf einen Binnenmarkt gewesen. Und das halte ich ja für eines der zentralen Probleme, den europäischen Gedanken auf ein Binnenmarktproblem zu reduzieren. Und Jacques Delors hat schon recht, wenn er sagt, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Abgesehen davon haben wir die europäische Idee in die Hände der Verwaltung gegeben und heute halten die Leute die Verwaltung für die Idee. Das habe ich keinen Widerspruch. Ich glaube nur, dass das eigentliche Ziel ist, sich ein Stück der sozusagen, wenn Sie so wollen, der gesellschaftlichen Souveränität, die wir an die Sphäre der Ökonomie abgegeben haben, die sich ein Stück zurückzuholen. Und das wird nicht mit nationalstaatlichen Mitteln alleine gelingen. Nur deshalb sage ich, wer das will, der ist sozusagen zur Zusammenarbeit verdammt. Aber alles, was Herr Biedenkopf zu den Fehlern des Integrationsprozesses, würde ich nicht bestreiten. Und ich finde dieses Beispiel mit den Setzlingen übrigens ausgesprochen gut. Das Problem ist nur, dass sie in der Politik, übrigens auch in vielen anderen Sphären der Politik, gibt es eine Geringschätzung der Zukunft. Sozusagen sich für etwas einzusetzen, wo ich sage, deswegen kann das auch nur ein Forstmann sagen. Das wissen Förster schon immer, dass man, was man heute macht, sozusagen die übernächste Generation maximal ernten kann. Das ist schon ein Problem. Sehen Sie mal, das Thema Klimawandel ist genau das Gleiche. Es ist auch eine Geringschätzung der Zukunft. Das hat was damit zu tun, dass wir für alles, was wir heute haben, einen Preis haben. Und nicht dafür, was wir morgen haben wollen. Ich würde jetzt gerne das öffnen für die Publikumsdiskussion, weil wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Macht aber Spaß. Gibt's. Ja, das. Ich fand das sehr spannend bisher. Ich kann auch einfach laut sprechen. Versuchen wir es mal. Nein, der könnte es da hinten nicht hören. Ach so, okay. Ja, guten Tag, Jacqueline Göbel vom Handelsblatt. Ich habe eine Frage, Sigmar Gabriel, Sie sagten gerade, Integration sei die Lösung oder man dürfe nicht weniger Integration fordern für Europa. Wie sehen Sie vor dem Hintergrund denn die neue Anti-Euro-Partei, die sich ja jetzt jüngst gegründet hat? Volker Kauder nannte sie, glaube ich, die institutionalisierte Angst.
Erstmal bin ich für eine andere Form von Integration. Ich glaube, man braucht auch nicht mehr Europa, sondern anderes Europa. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, natürlich werden Sie in solchen Prozessen immer auch sozusagen Angst haben, auf die Menschen versuchen, auch sozusagen daraus auch ein politisches Potenzial zu entwickeln. Und eigentlich ist ja eher das Erstaunliche, dass wir in Deutschland eine solche Partei noch nicht haben. Was auch mit unserer besonderen Geschichte, und das ist ja vielleicht auch was ganz Gutes, dass Deutschland sich vielleicht nicht immer intellektuell bewusst, aber ja doch in der inneren Befindlichkeit unseres Volkes sich doch ein bisschen bewusst darüber ist, welche Rolle wir für dieses Europa einnehmen müssen. Das ist ja möglicherweise auch ganz gut, aber ich finde es keinen beängstigenden Vorgang, dass es auch in Deutschland Leute gibt, die versuchen, sozusagen aus ihrer Anti-Euro- und Anti-Europa-Politik eine politische Kraft zu entwickeln. Ich glaube bloß nicht, dass sie sich durchsetzen wird. Man kann einen guten Test machen. Man kann fragen, was würden Sie denn die jungen Leute sagen, wenn die Grenzkontrollen wieder eingeführt werden? Die FDP dann hat ja würden die mit überwältigender Mehrheit sagen, dann reißen wir sie ein. Und übrigens, die FDP hat ja kurz vor der Berliner Wahl mal so eine Sekunde mit dem Gedanken gespielt, sich anders aufzustellen und sind mit einem Ergebnis belohnt worden, das auf der Ebene der Tierschutzpartei lag. Also ich glaube, gibt dem nicht allzu viel Chance. Es gibt viel, viel mehr Substanz, als man denkt. Zu der Europadebatte würde ich doch noch Skepsis gegenüber dem Allgemeinen, was jetzt war, abwarten und in die Ferne verschieben. Wenn wir von der Diagnose jetzt von Wolfgang Merkel mal ausgehen und sagen, also bisher bezahlen wir mit Demokratieverzicht. Warum sieht man nicht auch, wenn die Leute nicht zur Europawahl gehen, dass sie im Grunde sehr intelligent sind? Die sagen sich, wieso soll ich ein Parlament wählen, mit dem ich gar nicht eine Regierung abwähle? Und hier könnte man sehr schnell Vorschläge, die auf dem Tisch sind, realisieren. Und ich denke, das enttäuscht auch viele Wähler von der Politik, dass man nicht sagt, also die Dinge, die muss man nicht zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Man könnte eine Europawahl einführen, die mit einer Wahl und Abwahl der Regierung verbunden ist, nämlich der Kommission. Und ich denke, das könnte man relativ schnell machen. Ich würde gerne eine Frage stellen, noch zu einem Aspekt, der jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist und den ich sehr interessant fand in dem Beitrag von Wolfgang Merkel. Er hat ja gezeigt, dass dieses Nicht-zur-Wahl-Gehen Marginalisierung, soziale Exklusion bedeutet. Und Herr Gabriel hatte dann gesagt, und außerdem auch noch Veralterung und so weiter in den Parteien. Jetzt war der andere Aspekt, der war ja wichtig, dass man sagt, was kann man dagegen tun? Referenden, direkte Demokratie, das sind auch wieder bestimmte soziale Schichten. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist das ja sozusagen ein schlechtes Ergebnis, dass man sagt, ja, und was machen wir mit dieser Herausforderung? Und dann war am Ende, wenn man dann das Positive aber dagegen stellt und sagt, es ist nicht alles kritisch, war die These, was aber besser geworden ist, ist die Transparenz. Und das würde ich bezweifeln. Ich würde sagen, die Marginalisierung auf der einen Seite ist besorgniserregend, ist aber auch ein Indiz der mangelnden Transparenz und zu starken Komplexität von Politik. Also dass das auch irgendwo zusammenhängt. Dass ich also nicht heute im Grunde eine größere Transparenz habe. Denn in der Tat, was ein ESM ist, das kann eigentlich nur noch jemand verfolgen, der absolut ständig auf dem Laufenden bleibt, weil es sich auch ständig ändert. Und selbst das Parlament stimmt ja darüber ab, über einen Entwurf, der längst überholt ist. Und das zeigt, dass wir keine Transparenz haben. Das ist am ehesten an Sie gerichtet, Herr Merkel. Ne? Das Letzte, was Christine Landfried sagt mit der Komplexität und der damit verbundenen größeren Intransparenz, teile ich. Würde dann, wenn man das mit dem ersten Teil deiner Anmerkung verbindet, mit der sozialen Exklusion, perspektivisch im Übrigen heißen, schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten, wenn es wirklich so komplex ist, wird es immer schwerer, diese auf mehr Ebenen Entscheidungen zu beobachten, zu beurteilen und selbst dann zu einem Urteil zu kommen. Würde wiederum meine These stärken, es gibt eine Schieflage hin zu einer Mittelschichtsdemokratie oder Zweidritteldemokratie oder was man sich da immer auch ausdenken kann, weil Politik wiederum eben auf der
lokalen, auf der regionalen, auf der nationalen, auf der europäischen und dann noch in vereinzelten supranationalen Regimes sich abspielt. Mein Hinweis auf Transparenz war mehr auf das, was man mit einem verächtlichen Gestus die politische Klasse nennt, sozusagen das Durchleuchten von Parteien, von Parteienfinanzierung, von parlamentarischen Entscheidungen. Das war mein etwas drastischer Vergleich. Das geht nicht mehr, wie es Strauß gemacht hat. Und wahrscheinlich hätte auch Herbert Wehner, der eine andere Figur als Strauß ist, würde ich sofort dazu sagen wollen. Ich habe es aber ganz gut verstanden. Das stimmt, aber Sie haben sich gerade sozusagen auf der Ebene verstanden, dass Sie relativ autokratisch mit Richtig. Ihren Abgeordneten umgegangen sind. Wird wahrscheinlich heute so auch nicht gehen. Also das war mein Transparenzgedanke. Das andere mit der Komplexität teile ich. Es ist sehr schwer zu durchschauen, wer Entscheidungen getroffen hat. Und wenn das alte Kelsen'sche Argument gilt, dass diejenigen, die von Entscheidungen betroffen sind, sich auch als Autoren dieser Entscheidung begreifen können, sind das auch nicht besonders gute Nachrichten. Wir hier nicht den sozialwissenschaftlichen Defetisten spielen, da bin ich überhaupt nicht, aber ich sehe eben, dass sich Demokratie verändert, dass sich die Produktion von Legitimität verändert und dass wir in einer Phase sind, wo es sicherlich nicht mehr Demokratie ist, sondern eher weniger. Heißt nicht, dass ich zum Nationalstaat zurück will. Ich bin eher für den Begriff eine andere. Ich kann diese Quantifizierung nicht nachvollziehen. Sie sprechen von DNA, das ist doch kein Gegenstand von Abstimmung. Der größte Teil der Komplexentscheidungen, die getroffen werden können, sind ja selbst für einen Hochgebildeten kaum nachvollziehbar. Deshalb geht er trotzdem zur Wahl, nehme ich mal an. Aber wir schmeißen da Dinge durcheinander. Man kann der Repräsentativen oder der Beteiligung der Wähler Entscheidungen zumuten, die politische Entscheidungen sind, in denen also politische Wertentscheidungen oder Zweckmäßigkeitsentscheidungen enthalten sind, die die Bürger verstehen. Und das Interessante ist doch, auf der lokalen Ebene funktioniert das. Gegen den erbitterten Widerstand der Feuilletons haben die Dresdner mit 2/3 Mehrheit bei einer relativ hohen Wahlbeteiligung sich für eine Brücke entschieden, von denen sie wussten aus eigener Erfahrung, dass sie dringend erforderlich ist und die die Stadtväter schon 1919 geplant hatten. Ich will das nur sagen, dass wenn die Leute wissen, worum es geht, dann können sie sich auch engagieren. Wenn es aber so abstrakt ist, dass sie das nicht wissen, dann brauchen sie Leute, die zwischen dem, was sie wissen sollten und dem, was tatsächlich gewusst werden kann, vermitteln. Und das sind eigentlich dann die Abgeordneten, aber die verstehen sie auch nicht mehr. Ich würde bezweifeln, dass die Leute nicht wissen, um was es geht bei Europa. Ich bin völlig anderer Meinung als Sie. Ja. Die Leute wissen ganz genau, um was es geht. Ihre Steuergelder sollen für Banken und für Staaten, die sich nicht an die Verträge gehalten haben, ausgegeben werden. Die Leute interessieren sich doch nicht für die Frage, ob das ESM heißt und wie die Technik ist. Die wissen, ich gehe arbeiten, ich zahle Steuern. Und jetzt soll mein Steuergeld für einen sozusagen despotistischen Staat wie Griechenland ausgegeben werden. Oder für die Rettung spanischer Banken, die sich in der Immobilienkrise verzockt haben. Und das will ich nicht. Das ist ganz einfach. Man kann jetzt sagen, das tun wir ja auch, jetzt erklären wir denen, dass sozusagen all das, was in der Folge ist, wenn wir denen nicht helfen, alles noch viel schlimmer macht. Das ändert aber nichts daran, dass sie das richtig schlecht finden, dass sie sozusagen arbeiten gehen und ein Teil ihrer gezahlten Steuer für Leute ausgegeben werden, die sich nicht an die Spielregeln gehalten haben. Ich bestreite völlig ihre Auffassung, dass die Leute nicht verstehen, um was es geht. Die interessieren sich nicht für die technischen Begriffe. Aber die haben schon eine Vorstellung davon, was es heißt, 17 Milliarden Euro in Europa aufzubringen, um sie einem Inselstaat in Europa zu geben, dessen Geschäftsmodell offensichtlich russisches Schwarzgeld ist. Übrigens, wenn Sie wissen wollen, ob die Leute was verstehen von der Politik, müssen Sie Bild-Zeitung lesen. Nicht den Feuilleton und nicht die Kommentare der FAZ und der Süddeutschen. Und da sitzen Leute, die lesen das und es ist ganz einfach, die verstehen das. Und die finden das richtig falsch. Auch wenn wir
Und unsere Aufgabe. Es ist ja auch in Bayern falsch, dass die Bayern nach Schleswig-Holstein zahlen. Und unsere Aufgabe ist es, das ist die politische Aufgabe, sozusagen zu erklären, warum, obwohl es ein wirklicher Skandal ist, was da stattgefunden hat, sowohl bei spanischen Banken wie in diesen Familienclans in Griechenland, die sich den Staat gegenseitig geteilt haben, obwohl das so ist, sozusagen es für im Rahmen von Setzlingen dringend nötig ist, das nicht alles den Bach runtergehen zu lassen, weil sozusagen das als Folge am Ende auch unser Land, unsere Leute, unsere Sparbücher, unsere Einkommensmöglichkeiten massiv beschädigen würde. Das ist eine schwierige Aufgabe, das ist unser Job. Aber reden Sie den Leuten nicht ein, die würden nicht verstehen, worum es bei dem Thema ESM geht. Das wissen die ganz genau. Besser als die in der Gehaltsgruppe ab A16 aufwärts. Herr Gabriel, wenn wir Ihr Beispiel nehmen, mit der Bild-Zeitung und Griechenland, ich teile die Analyse über den griechischen Staat, aber was die Bild-Zeitung und diese Art von Berichterstattung nicht sagt, dass die Hälfte eben nicht an jene Clans in Griechenland fließt, sondern die fließt sofort an französische und deutsche Großbanken zurück. Also ist es doch etwas komplizierter als das Leib- und Magenmagazin von allen möglichen Leuten hier suggeriert. Ich wollte was gegen diese, das ist Entschuldigung, die, aber das ist die Komplexität. Entschuldigung, gegen diese akademische Überheblichkeit, die Leute verstehen Europa nicht. Die verstehen, dass das ihre Kohle ist, die sie erarbeiten und die für andere Leute zur Verfügung gestellt werden, die sich nicht an die Spielregeln gehalten haben. Und das finden die richtig scheiße. Also langsam. Ist nicht sehr akademisch, aber verstehen die Leute. Ich übrigens habe einen Wahlkreis, verstehen Sie? Da gibt es alles. Da gibt es Bürgertum, da gibt es Industriearbeiterschaft, da gibt es ländliche Teile. Und das ist, und übrigens jedes Bildungsniveau. Und alle denken über diese Frage identisch. Richtig. Identisch. Übrigens auch die Leute, die nicht die Bild lesen, sondern das Feuilleton der FAZ. Jetzt kommt hier die nächste Frage. Jutta Koch-Unterseher, Senat von Berlin. Ich finde, dass wir jetzt an dem wichtigen Punkt der Debatte sind zwischen demokratischer Qualität, Verlust von demokratischer Qualität und europäischen Entscheidungen. Sigmar Gabriel hatte vorhin das Thema aufgebracht, wie spüren Menschen in Duisburg und woanders die Folgen der unregulierten oder leichtsinnig eingegangenen Migrationsentscheidungen, armutsmigrationserleichternden Entscheidungen, die vor einigen Jahren getroffen worden sind. Und das Ergebnis ist jetzt, dass die Roma in unseren Städten sozusagen kommunale Lösungen erzwingen. Ich habe das Gefühl, dass die Legitimationsdebatte darüber, wie legitim europäische Politik ist, sehr viel leichter zu führen wäre, wenn man spürbare Lösungen für solche offenkundigen Probleme finden würde. Und ich habe den Eindruck, dass damit in diesem Fall deutsche Kommunen, da kann man also bestimmte Teile von Berlin natürlich auch zuzählen und Duisburg, und das findet sicher in anderen Städten auch, wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel Zigeuner und Armutsmigration bleiben, dass es sehr viel hilfreicher wäre, wenn man kurzfristig erkennen würde, dass da man versucht, den Menschen, die hier hinmigriert sind, zu helfen, zum einen und in die Bildungseinrichtungen holen und so weiter, Arbeitsmarktchancen zu geben, zum anderen aber trotzdem nicht akzeptiert, dass die gehen, weil sie eben dort aus unmenschlichen Bedingungen heraus sich wegbewegen. Und mein Eindruck ist, ich kann nicht wahrnehmen, dass sich mit dieser offenkundigen Fehlleistung sozusagen, dass sich jetzt da schnell identifizierbare Lösungen entwickelt würden, auch auf europäischer Ebene. Und mein Eindruck ist, das würde helfen, Europa schneller gut zu finden von den Betreffenden. Sie werden jetzt Neuköllner Einwohner, die Probleme haben mit Roma in der Nachbarschaft oder Duisburger, egal wie links oder rechts sie sind, nicht mehr dazu bewegen können, europäische Politik gut zu finden. Deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass man sozusagen pragmatisch und transparent und nachvollziehbar, in diesem Sinne transparent, damit umginge. Zweites Beispiel. Ich glaube, wir sollten die Fragen auch wirklich als Fragen formulieren und nicht als kleine eigene Statements. Wollen Sie da direkt was sagen? Ja, Sie hat recht. Dann nehmen wir die nächste Frage. Ja. Bitte, wenn es geht, auch wirklich eine Frage stellen. Strachwitz-Metznata-Institut. Ich finde es ja gut, wenn die Krise der Demokratie sozusagen dann nach Europa projiziert wird. Aber wenn ich auf den Anfang der Debatte zurückkomme, Krise der Demokratie, dann frage ich mich und frage jetzt Sie, was ist denn so falsch daran, wenn Demokratie heute anders gestaltet und interpretiert wird als im 19. Jahrhundert?
Europa, das alles nach Europa zu verlagern, bedeutet im Grunde genommen den gleichen Fehler zu machen, der also beschrieben worden ist mit vielen anderen Dingen, die nach Europa verlagert worden sind. Aber eigentlich können wir doch versuchen, als positive Herausforderung zu sehen, dass deliberative Demokratie, die immens wichtig ist, dass das demokratische Verhandeln und Kommunizieren über die moderne Kommunikation, Herr Biedenkopf hat darauf hingewiesen, dass die Arena der Zivilgesellschaft, dass das alles Elemente einer Demokratie sind, die eigentlich wichtiger werden und die auch sehr positiv sind. Warum drücken wir uns davor, das so mit in die Debatte einzuführen und verengen uns auf wiederum europäische, staatliche oder, wenn Sie so wollen, transnationale Institutionen? Vielen Dank. Ich finde das eine sehr schöne Frage. Wir sind jetzt schon einige Minuten, 10 Minuten über der Zeit und ich würde Ihre Frage, die ja auch sehr, sehr offen und sehr zusammenfassend ist, gerne nutzen, jedem hier nochmal die Gelegenheit zu geben, diese Frage zu beantworten, auch in Form eines Schlussstatements. Herr Biedenkopf, Sie haben hier schon so zustimmend genickt. Möchten Sie den Anfang machen? Ich meine, dass also meine Schlussfolgerung aus dem Gespräch ist, dass wir alle auf dem Weg sind, zu suchen, wie wir es richtig machen. Wir sind überwältigt von den Veränderungen. Die Veränderungen sind demografischer Natur, sie sind kommunikativer Natur. Die Welt hat sich in den letzten 20 Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändert. Und wir bemühen uns jetzt, mit den klassischen Strukturen der Partizipation und sowas mitzukommen. Und das geht nicht so schnell. Wir haben festgestellt, die Leute verändern nicht gerne ihre Umgebung. Das ist etwas, was sie noch kennen, was sie beeinflussen. Aber auch auf diese Umgebung kommen ununterbrochen irgendwelche Anforderungen zu. Ich möchte auch diese Defizitdiskussion nicht auf Europa begrenzen. Ich möchte es auch nicht als Defizit bezeichnen. Ich möchte es sagen, wir können eigentlich sehr glücklich sein, dass es uns nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen ist, dieses Europa zu befrieden, eine Struktur zu schaffen in Europa, die Kriege unmöglich macht, schon aus wirtschaftlichen Gründen, das hat Adenauer schon in den 50er Jahren festgestellt, aber aus vielen anderen Gründen und dass hier in Europa in allen Ländern eine Jugend heranwächst, die sich dieses Europa nicht mehr nehmen lassen wird. Und wenn das so ist, dann ist das ja eine sehr gute Basis für die Älteren, die jetzt Verantwortung tragen, das so zu gestalten, dass sie dann mit diesem Europa in 20, 30 Jahren wirklich das machen können, was Herr Gabriel mehrfach betont hat, nämlich als eine Einheit, die dann noch ungefähr 7% oder 6% der Weltbevölkerung darstellt, als Subjekt wahrgenommen zu werden. Und nicht als Objekt von China und allen möglichen Südamerika, die sagen, die Europäer haben 500 Jahre globalisiert, jetzt machen wir immer vor, wie das ist, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Ich finde das positiv. Ich finde positiv, dass wir eine Aufgabe gestellt bekommen, die von existenzieller Bedeutung ist, deren Lösung nicht ausgeschlossen ist, die große Anstrengungen erfordert, bei denen wir viele Fehler, kleine, mittlere Fehler machen, aber wir haben und müssen haben eine Grundbasis, die haben wir in Deutschland im Übrigen, auch in Europa, der gegenseitigen Toleranz auch für Fehler unter der Bedingung, dass man sich bemüht, sie in Zukunft zu vermeiden. Das möchte ich als Summe sagen. Und das halte ich aus praktischen wie aus theoretischen Gründen nicht für alternativlos, aber für den schönsten Weg. Herr Merkel, was ist so schlimm daran, dass die Demokratie heute anders ist als im 19. Jahrhundert? Ich wiederhole noch mal die Frage aus dem Publikum. Ist überhaupt nicht schlimm daran. Und Herr Strachwitz hat sicherlich recht. Demokratie im 21. Jahrhundert kann nicht so aussehen wie im 19. Jahrhundert. Aber ich habe kurz diese Postdemokratie-Debatte angesprochen. Eine der Hauptthesen heißt, es gibt so eine Parabelbewegung aus sozusagen den Anfängen einer relativ elitären oder einer elitären Demokratie im 19. Jahrhundert mit einer extrem selektiven, an Wissen, an Stand, an Vermögen gekoppelten Recht der Teilnahme, die im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts sozusagen den Höhepunkt der Partizipation erreicht
Und dann droht so die These, die ich nicht voll teile, droht sozusagen wieder herunterzugehen und prädemokratische Verhältnisse im Sinne einer relativ elitären Beteiligung an Demokratie. Und so völlig falsch ist es nicht, wenn wir soziale Analysen ansehen, wie sich Partizipation verändert hat. Es gibt eine systematische Lücke, die heute besonders deutlich wird, eine systematische Lücke zwischen dem Tempo technologischer und ökonomischer Veränderungen und natürlich von demokratischen Innovationen. Das braucht Zeit, das braucht Verfahren, läuft nicht über sozusagen einen Chefmanager, sondern muss durch Institutionen, durch deliberative Verfahren glücklicherweise. Heißt aber nicht, dass wir eine solche Lücke haben und dass es immer diese Trägheit institutioneller Innovation auch Demokratielücken hervorbringt. Ob wir sie schließen können, weiß man nicht. Letzter Punkt, weil mir das schon von vorher noch am Herzen lag, mit den Volksparteien. Volksparteien haben tatsächlich, Herr Gabriel, wie Sie gesagt haben, der Niedergang oder die Erosion haben einen Januskopf. Das eine ist, die Wähler haben mehr Wahlmöglichkeiten. Also sozusagen ihre eigenen politischen Wünsche und Präferenzen sind näher an Parteien, wenn sie nicht zwei Parteien haben, sondern acht Parteien. Aber was Sie vorhin nicht so gesagt haben, auch die Volksparteien waren das Vehikel, gerade die unteren Schichten irgendwie in die Politik mit hineinzuspülen. Die Gewerkschaften haben ihres geleistet und möglicherweise auch sogar damals die Kirchen. Das ist nicht mehr da. Und das ist meine Analyse, dass gewissermaßen hier eine Ausdünnung des Demos stattfindet, wogegen man durchaus etwas tun muss. Und ich glaube nicht, dass es Referenden sind, glaube auch nicht hoch voraussetzungsvolle Deliberationen, die vielleicht in Princeton oder sonst wo in Bürgerschichtskommunen, aber sicherlich nicht in Neukölln oder Harlem organisiert werden können. Also von den Gegengiften habe ich noch nicht viel gesehen. Ich glaube auch nicht, dass es Institutionen oder Organisationen gibt, die dieselbe demokratische Repräsentativität reklamieren können wie Parteien. NGOs sind es sicherlich nicht, so nett sie sind. Wir wissen nicht, was sozusagen dieses Defizit tatsächlich voll ersetzen kann. Erstmal sagen, dass ich vielen von dem, was Herr Merkel eben gesagt hat, zustimme. Aber Ihre Frage war ja, warum reden wir eigentlich über die positiven Entwicklungen? Erste Antwort ist, weil Sie es natürlich mit Leuten hier oben mehrheitlich zu tun haben, die aus dem anderen Sektor kommen. Wenn Sie die fragen, reden die erstmal über sich selber und über ihre Probleme. Zweitens, ich glaube, natürlich ist es logisch, dass wir wahrscheinlich erstmal auch in der Anlage der Debatte über die Schwierigkeiten der sozusagen institutionalisierten Form, die übrigens natürlich auch schon lange nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr so ist wie im 19. Jahrhundert. Und drittens, und das ist vielleicht das Entscheidendere, trotz aller gesellschaftlichen Öffnung, die Sie beschrieben haben und die gut sind, trotzdem geht es am Ende in der Demokratie um die Legitimation von Macht. Das ist am Ende die Frage, wie legitimieren Sie auf Zeit ausgeübte Macht und wie begrenzen Sie sie durch Recht und Gesetz? Und das können Sie nicht durch Ihre deliberativen Elemente, durch NGOs, durch Bürgerbeteiligung alleine lösen. Sondern dafür müssen Sie eine Repräsentationsentscheidung treffen, entweder in einer direkten Demokratie oder in einer repräsentativen. Die brauchen Sie dazu. Weil natürlich alle deliberativen Entscheidungen immer die Tendenz haben, Betroffenenbeteiligung zu sein. Nicht nur, naja, also be careful, der Hinweis auf die Frage, wer beteiligt sich an Bürgerentscheiden, ist schon nicht ganz falsch. Und deswegen diese Frage, wie legitimieren Sie Macht und übrigens, wie begrenzen Sie auch Macht, nicht nur staatlich, sondern auch ökonomisch, darauf geben diese deliberativen Entwicklungen in unserer Gesellschaft keine alleinige Antwort. Daraus geben Sie auch eine Antwort. Partizipation an sich ist schon ein Teil der Machtbegrenzung. Aber Sie geben keine alleinige. Und übrigens das Internet schon mal gar nicht.
Das Internet schon mal gar nicht. Übrigens wollte ich vorhin nur sagen, überschätzen Sie nicht, was Obama im Wahlkampf gemacht hat. Er hat da Geld gesammelt. Im Wahlkampf, die wichtigste technologische Errungenschaft von Obamas Wahlkampf ist der Klingelknopf. Die sind da hingegangen und haben geklingelt und haben gesagt, wir finden das mal ganz gut, wenn Sie uns wählen. Das finde ich übrigens, ist eine ganz schöne Entwicklung in der Gesellschaft, dass der Klingelknopf wieder in Mode kommt. Aber wie gesagt, diese Frage, wie legitimieren Sie Macht auf Zeit und wie begrenzen Sie staatliche wie ökonomische Macht? Das sozusagen soll Demokratie im Kern ja leisten. Und darauf müssen Sie auch in dem repräsentativen Teil der Demokratie, der mit Wahlen und Abstimmungen funktioniert, eine Antwort finden. Und da sind die Hinweise von Herrn Merkel über die Frage, wer beteiligt sich nicht, und wie sozusagen differenziert sich die Gesellschaft, die finde ich alle richtig. Und meine Antwort, die ich darauf gebe, ist, dass die Parteien versuchen müssen, sich zu öffnen und müssen den Versuch unternehmen, Politik wieder stärker aus dem Lebensalltag von Menschen herauszumachen. Das ist jedenfalls meine Antwort, die ich gebe. In der 150-jährigen Geschichte der SPD war sie immer dann erfolgreich, wenn sie Politik versucht hat, von unten zu gestalten. Und sie hat eher Schwierigkeiten gehabt, wenn sie versucht hat, Politik von oben zu gestalten, was wir gelegentlich auch versucht haben. In der Regel sind wir damit jedenfalls häufiger auf die Nase gefallen. Deswegen wäre das die Antwort, die ich als Sozialdemokrat gebe. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Meine Herren, vielen Dank für diese Diskussion. Ich fand das sehr spannend. Politik, Wissenschaft trifft Politik. Danke, ich habe schon versucht. Der Eindruck, der geblieben ist von der Frage nach der Krise der Demokratie, ist, die Krise wird in der Wissenschaft als etwas gravierender wahrgenommen als in der Politik, und die Politik kennt durchaus auch Antworten und auf die Frage, wie kann man mit dieser Krise umgehen. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Stimmen Sie der Analyse von Herrn Merkel zu? Sind Parteien tatsächlich mitgliederarme Kartelle, die einen Monopolmachtanspruch vertreten? Also Kartelle gibt es überall, nicht nur bei den Parteien. Die gibt es bei den Ärzten, die gibt es bei den Rechtsanwälten, die gibt es bei den Bankern. Die Frage ist nicht, ob es Parteien gibt, sondern ob man sie toleriert. Aber ich möchte gerne ein paar andere Punkte, wenn ich darf, aufnehmen. Das Erste, was ich sagen möchte, die Demokratie als Idee und als Struktur, das Wirken dieser Demokratie ist eine kulturelle und politische Leistung. Wenn diese politische und kulturelle Leistung in einem Land nicht dauerhaft neu erbracht wird, dann wird die Demokratie notleidend. Es ist also kein Zustand, den man einmal herstellt und dann bleibt er, sondern es ist ein Zustand, an dem man arbeiten muss. Und insofern ist eine Demokratie, wenn sie in der Krise kommt, wahrscheinlich deshalb in die Krise gekommen, weil die Leute sich nicht mehr für sie interessieren. Ohne Menschen gibt es keine, die sich engagieren, gibt es keine Demokratie. Dann die Wahlbeteiligung. Ich habe Probleme mit der Marginalisierung. Ich habe viele Leute gefragt, warum sie nicht wählen gehen. Und dann sagen sie mir, sie wissen ja, was dabei rauskommt. Das haben Sie in den Umfragen gehört. Und die Umfragen, wenn sie für Sie befriedigend waren, haben Sie gesagt, brauche ich nicht zu gehen. Dass die gleichen Leute, die nicht wählen gehen, aber enorm aktiv sind in den Vereinen und überall anders in den Kommunen, das darf man ja nicht ausschalten. Der Begriff Marginalisierung bedeutet, dass sie überhaupt nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, sondern man kann allenfalls sagen, dass sie aus Gründen, die man erforschen muss, nicht mehr am politischen Leben durch Wahlen teilnehmen. Das ist aber eine sehr viel engere Form der Marginalisierung als dieser generelle Begriff. Interessant finde ich, was die Parteien angeht. Die Parteien repräsentieren die Bürger nicht im Parlament, sondern sie wirken bei der politischen Willensbildung mit. Im Parlament repräsentieren die Abgeordneten.
Und der Zugriff auf die Abgeordneten, der unter einem starken Parteivorsitzenden und gleichzeitig Kanzler und so weiter ziemlich hart sein kann, ist lockerer geworden. Es ist nicht mehr einfach, von oben in einem Wahlkreis zu entscheiden, wer da den Wahlkreis kriegt. Das ist lange vorbei. Und deshalb sind auch die Selektionen in den Wahlkreisen inzwischen ganz anders. Ich habe noch am Anfang meiner Generalsekretärszeit erlebt, dass der Kohl irgendwo hin telefoniert hat und wenn der aufgestellt wird, kriegt er mit mir Ärger und da wurde er nicht aufgestellt. Heute würde er wahrscheinlich aufgestellt, gerade deshalb. Das hat sich grundlegend verändert. So, ich habe noch eine Minute und dann ist Schluss. Die neuen Formen der Partizipation sind die NGOs, aber die ganz neuen Formen der Partizipation hat uns Obama bei seiner ersten Präsidentschaftswahl vorgemacht. Und diese Art von Partizipation ist nicht mehr wegzudenken. Ihre politische, organisatorische und auch kulturelle Domestikation ist sehr schwierig. Denn durch das Netz kann man Menschen regelrecht unter Druck setzen, ohne dass sie sich wehren können. Und da fehlt dann die Rückkopplung. Und wenn die Rückkopplung fehlt, dann wird diese Art von Partizipation, jedenfalls hat sie eine Gefahr, verantwortungslos zu werden. So, das alles andere nachher. Sie sind ja jetzt deutlich unter Ihrer Zeit geblieben. Deshalb, wenn das so ist, sage ich noch einen Punkt. Aber ich habe nur deshalb es gelassen, weil ich gemeint habe, das ist jetzt ein strukturelles Problem, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Als in Sachsen und in anderen Ländern im 19. Jahrhundert die konstitutionelle Monarchie eingeführt wurde, also die Bindung des Königs durch ein Parlament im weitesten Sinne, da hatte das Parlament die Aufgabe zu verhindern, dass der König das Volk ausbeutet. Mit Steuern und so weiter und so weiter. Und der großartige Satz, no taxation without... Wesentlich positiver. Auch hier muss man wissen, wie man solche Umfragen zu lesen hat. Dennoch, wenn wir sehen, welche hohe Zustimmung Institutionen haben wie Polizei, Militär, Kirche, Expertengremien, Verfassungsgerichte oder Zentralbanken gegenüber Parteien, könnte man sagen, es gibt eine Legitimitätsverschiebung von majoritären Institutionen wie den Parteien hin zu wissenschaftlicher oder nicht majoritärer Fachexpertise. Wer regiert eigentlich? Im Zuge der Globalisierung, das ist nicht neu, das wissen Sie, haben sich die Entscheidungsarenen verschoben, vermehrt auf deregulierte Märkte. Globale Firmen, weltumspannende Banken, finanzstarke Lobbys und supranationale Organisationen und Regime. Zentrale Politikfelder wie etwa die Geldpolitik, die Finanzpolitik und Fiskalpolitik werden zunehmend außerhalb demokratischer Verfahren bestimmt. Ganz im postdemokratischen Sinne deklarieren Regierende bisweilen zentrale politische Entscheidungen wie die Bankenrettung, Hilfspakete zur Rettung des Euro oder den Export deutscher Sparpolitik kurzerhand als alternativlos. Wäre dies tatsächlich der Fall, würde die Demokratie tatsächlich eine ihrer zentralen Legitimationsquellen verlieren, nämlich die demokratische Auseinandersetzung darüber, welches die besten Lösungen sind, die dem Gemeinwohl und damit dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger dienen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube nicht, dass alarmistische Krisenszenarien für die Zukunft der Demokratien theoretisch sehr gehaltvoll sind oder empirisch zu halten sind. Auch die postdemokratische Annahme, wie ich das vorhin formuliert habe, dass es eine bessere, ein glorreiches, demokratisches Zeitalter je gegeben hat, halte ich für falsch. Wenn Sie sich etwa fragen oder wenn man fragt, etwa einen Afroamerikaner zu Kennedys Zeiten, eine Schweizer Frau in den 60er Jahren
oder Homosexuelle in Europa und anderswo. In den 70er Jahren kann man sich vorstellen, wie die Antwort ausfällt. Und diese Idee, es gab ein besseres demokratisches Zeitalter, entpuppt sich sehr rasch als eine Chimäre. Die entwickelten Demokratien, so meine These, durchziehen vielmehr unterschiedliche Trends. Frauen haben mehr Rechte und Chancen als vor 40 Jahren. Kulturelle und sexuelle Minderheiten sind ganz anders geschützt. Die Transparenz der Politik ist höher. Und wenn ich das so formulieren darf, Politiker wie Franz Josef Strauß sind heute schlicht nicht mehr denkbar. Aber es verschieben sich die Legitimitätsachsen demokratischen Regierens. Die Hochzeit der politischen Parteien gehört dem 20. Jahrhundert an. Die unteren Schichten werden politisch marginalisiert. Die Macht der Banken und globaler Unternehmen ist immens angestiegen. Die Globalisierung der Märkte schränkt demokratische Spielräume ein. Supranationale Regime lassen sich nicht mit dem Muster und der Qualität von Nationalstaaten demokratisieren. Das Regieren jenseits des Nationalstaates, wie das mein Kollege Michael Zürn einmal genannt hat, wird nicht nur anders, nicht nur schwieriger, sondern ich befürchte auch weniger demokratisch sein. Vielen Dank. Kommen Sie aufs Podium mit? Ja, wir setzen uns alle schon. So. Und Sie, nee, das war hier vorausbestimmt. Sie bitte da, Herr Bieber. 18,5 Minuten. Herr Biedenkopf, Sie sind ja jetzt, haben das Wort für 10 Minuten. Meine Damen und Herren, ich hätte gerne wissen wollen, welcher Beifall aufgebrannt wäre, wenn angekündigt worden wäre von Frau Hofmann, Herr Merkel dürfe nur 10 Minuten sprechen. Es werden 15 Minuten sein und Frau Hofmann würde mich auch dann ganz böse ansehen, wenn es länger werden würde. Obwohl das Thema es natürlich in sich hat und sicherlich werde ich nichts erschöpfend hier behandeln können. Und ich will im Grunde Stichworte geben, diese mit Thesen verbinden und glaube schon, dass es einen Hintergrund für unsere Diskussion geben kann. Die Frage steht hier an der Wand geschrieben: Steckt die Demokratie in der Krise? Krisendiagnosen der Demokratie sind so alt wie diese selbst. Sie ziehen sich wie ein unzerreißbarer Faden durch das philosophische und politische Denken des Abendlandes. Sie begleiten die Anfänge des Denkens der lokalen Demokratie Athens, inspirierten das Denken der Liberalen und Sozialisten in der Herausbildung der nationalstaatlichen Repräsentativdemokratien des 19. Jahrhunderts. Sie liefern aber heute auch so etwas wie eine melancholische Hintergrundmelodie zur Demokratie in Zeiten der Globalisierung. Es sind im Übrigen die vornehmsten Namen der europäischen Geistesgeschichte, die sich mit Kritik und Krisendiagnosen der Demokratie verbinden. Platon, Aristoteles, Hobbes, Tocqueville, Marx, Max Weber. Der Chorus der Krisendiagnostiker hat aber eine besondere Fahrt aufgenommen in den 1970er Jahren und ist seitdem nicht mehr verstummt. Der linke und der rechte Flügel sind prominent besetzt, Jürgen Habermas, Klaus Offe oder eben Samuel Huntington. Erst jünger oder genauer gesagt im Jahre 2004 ist ein kleines Büchlein erschienen mit dem Namen Post-Democracy. Colin Crouch, sein Verfasser, argumentiert darin, dass der demokratische Moment in den westlichen Demokratien längst verschwunden sei.
Er periodisiert das etwa für die USA kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und für Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und seine These hierbei ist, dass die Postdemokratie wiederum einige prädemokratische Züge trage. Der Begriff hat dann tatsächlich in den westlichen Demokratien Karriere gemacht, in Deutschland so und so. Er gehört, wie die Krisenrhetorik ganz allgemein, längst zum Alltag und hat sich zu einem anschwellenden Rauschen verdichtet. Nicht selten mutieren dabei Begriffe, einst präzise Begriffe, zu leeren Worthülsen und normative Vorurteile lösen werturteilsfreie Diagnostik ab. Die hörenswerten Töne dazwischen sind keineswegs so einfach von dem Hintergrundrauschen zu unterscheiden. Dennoch meine ich, lohnt es sich zuzuhören. Als politisches System ist die Demokratie normativ, ohne überzeugende Alternative. Realiter ist sie aber immer wieder mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Herausforderungen oder Gefährdungen der Demokratie heißen aber längst nicht automatisch Krise. Im Übrigen hat, wie ich meine, der ubiquitäre Gebrauch des Begriffs Krise den semantischen Kern längst verschlissen. Ganz allgemein, so müsste man definieren, heißt eine Krise eine Situation, die den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung markiert, also in unserem Falle eine schwerwiegende systemische Störung der Demokratie, die die Institutionen, die Kerninstitutionen der demokratischen Herrschaft in Frage stellt. Wenn das stimmt, wenn die Krise so definiert würde, dann müssten sofort Habermas, Offe, Huntington befragt werden, Crouch natürlich auch befragt werden, warum ist eigentlich oder sind die Demokratien der westlichen Welt in diesen 40 Jahren nicht zusammengebrochen? Warum keine einzige Demokratie ist in diesem Zeitraum verschwunden? Denn, dass sich die Demokratien erholt hätten, das würde keiner dieser drei oder vier Diagnostiker sagen. Tatsächlich wird der Begriff auch anders verwendet. Er ist diffuser. Er ist deshalb diffus, weil er so etwas wie einen Qualitätsverfall der Demokratie suggeriert, aber nicht mitdenkt, was der Anfang einer solchen Krise ist oder aber was der Exitus sein könnte. Wenn aber, so mein Argument zu dem Begriff, wenn aber die Krise zum Dauerzustand der Demokratie wird, wird sie begriffslogisch unsinnig und analytisch unbrauchbar. Dennoch, auch wenn ich die Beschwörung einer solchen Krise, auch wenn ich die Beschwörung, dass es so etwas wie ein glorioses Zeitalter der Demokratie gegeben hat, für eher einen schlechten Mythos halte, glaube ich, dass wir heute mit Herausforderungen in der Demokratie konfrontiert sind, die erheblich sind, die die Legitimitätsachsen verschieben werden, und zwar auf drei Ebenen. Auf der Ebene der Partizipation, der Repräsentation und der ewigen Frage, wer regiert eigentlich? Who governs? Und dazu möchte ich im Stenogramm einige Thesen vortragen. Es gehört zum festen Krisen, zum Kanon der Krisendiagnosen seit mindestens drei Jahrzehnten, dass Kernfunktionen der Demokratie wie Partizipation, Repräsentation oder auch Inklusion ausgehöhlt werden. Die Partizipation nimmt ab, die Repräsentation bricht, die Inklusion versagt. Die Demokratie, so heißt die These, verkommt, verliert ihren partizipativen Kern und verkommt damit zur Zuschauer, zur elitären Zuschauerdemokratie. Stimmt das eigentlich? In Deutschland, West und noch viel stärker in Osteuropa geht die Wahlbeteiligung zurück. In Westeuropa gingen 1975 noch durchschnittlich 82%, im Jahre 2012
nur noch 72% der Wahlberechtigten zu den nationalen Wahlen. Sie sehen hier diese blaue Linie, das ist Westeuropa seit 1990 und Sie sehen einen Rückgang von 77% auf etwa 72%. Sie sehen einen anderen Graph, sehe ich gerade. Ich habe vorgetragen, seit 1975, da lag sie bei 82%, geht zurück 2009 auf 72%. Hier sind nur die letzten zwei Jahrzehnte abgebildet. Dramatischer ist sicherlich, wie sich unschwer erkennen lässt, der Rückgang in der Wahlbeteiligung in Osteuropa. Das hat sicherlich sehr stark etwas mit den Täuschungseffekten zu tun, auch mit einer Vorstellung, dass Demokratie mehr ist als nur ein Set von Institutionen und Verfahren und stark an Wohlstandseffekte gekoppelt wird. Zieht man sich diese Wahlbeteiligungen an, könnte man sagen, als Amerikaner, so what? Amerikaner sind gewohnt, mit ganz anderen Wahlbeteiligungen auszukommen, nämlich in den letzten drei Jahrzehnten mit durchschnittlich 44%. Die Schweiz ist wenig besser oder hat eine wenig höhere Wahlbeteiligung. Das Problem, meine ich, das hierbei auftaucht, ist aber noch ein anderes. Es ist im Wesentlichen eins der sozialen Exklusion. Mit jedem Wahlprozent, das hier vermindert die Wahlbeteiligung, treten gewissermaßen die unteren Schichten aus der politischen Partizipation aus. Also niedrige Wahlbeteiligung heißt gleichsam deutlich höhere soziale Exklusion. Das ist das eigentliche demokratietheoretische Problem. Gut, die Wahlbeteiligung geht zurück, die unteren Schichten brechen weg. Man könnte sagen, der Wahldemos bekommt eine Schlagseite. Allerdings könnte man auch argumentieren, diese Abnahme der Wahlbeteiligung und vor allem auch der Rückgang der Parteimitgliedschaft könnte oder müsste diskontiert werden mit der Zunahme an sogenannter nicht konventioneller Partizipation, das heißt besonders in NGOs, in Organisationen der Zivilgesellschaft, Amnesty International, Greenpeace, ATTAC, Human Rights Watch und Transparency International und so weiter. Aber hier engagieren sich vor allen Dingen junge, sehr gut ausgebildete Menschen in den Organisationen. Man könnte wiederum sagen, die Schlagseite des Demos vergrößert sich, die Mittelschichten bleiben, die Mittelschichten sind überrepräsentiert, die unteren Schichten verschwinden aus der Politik. Man hört Referenten, direkte Demokratie könnte das verändern. Schaut man sich genauer an, wer das Volk ist, das hier abstimmt, sieht man noch eine weit höhere soziale Selektion. Erstens sind die Wahlbeteiligungsraten in den klassischen Referendumsdemokratien deutlich niedriger als bei allgemeinen Wahlen und zweitens stimmt nur das oder nahezu nur das besser gebildete Volk ab. Ein Kollege, ein Schweizer Kollege hat das einmal so formuliert, das ist die Selbstexklusion der Inkompetenten bei Referenten. Also hier noch einmal, so gut man das sicherlich diskutieren kann, als ein Heilmittel, die soziale Selektion heben Referenten nicht auf und man muss nicht auf Hamburg und ähnliche Referenten zur Bildungspolitik verweisen. Zur Repräsentation, ganz kurz, Parteien sind im 20. Jahrhundert zu den wichtigsten Vermittlern zwischen Gesellschaft und Staat aufgestiegen. Sie haben die Meinungen der Bürger artikuliert, aggregiert und dann auch im Parlament repräsentiert. Aber den Parteien laufen die Wähler weg oder man müsste präziser sagen, sie sterben den Parteien weg. Und auch hier habe ich, Herr Sigmar Gabriel wird das kennen, die Entwicklung der Parteimitgliedschaften in Deutschland seit
Mitte der 80er Jahre oder Sie können auch das Vereinigungsjahr 1990 mit dem Peak hier nehmen, gibt es einen massiven Rückgang der Mitgliedschaft. Die SPD etwa, die einst fast 1 Million Mitglieder hat, hat heute knapp über 500.000. Das ist kein deutsches Phänomen, sondern in Deutschland sind die Parteien noch sehr viel mitgliederstärker als in den meisten anderen europäischen Staaten. Wenn es aber so ist, wenn die These stimmt, dass Parteien zu mitgliedsarmen Kartellen verkommen, die aber einen monopolistischen Anspruch haben, den Willen der Wähler, Bürgerinnen und Bürger im Parlament zu repräsentieren, dann ist sicherlich ein Problem, dass sie niedrigste Umfragewerte jedes Mal bekommen und auch zunehmend eben nicht mehr sich als Mitgliedsparteien präsentieren können. Ich weise noch auf einen Sachverhalt hin, den ich für problematisch halte. Volksparteien, die der Kern und man könnte fast sagen die politischen Integrationsmaschinen par excellence in den 50er, 60er und 70er Jahren gewesen sind, Volksparteien verlieren robust an Wählern von 1,65% Ende der 50er Jahre zu heute gerade noch 45%. Ich meine, das wird durchschlagen gewissermaßen, dass hier politisch nicht mehr soziale Kohäsion produziert werden kann. Ich habe darauf verwiesen, dass das ein Problem ist und will, dass Parteien wesentlich an Vertrauen verlieren. Und ich will es nicht ganz so dramatisch schildern, denn wenn Sie die Frage etwas stellen, vertrauen Sie den Parteien, kriegen Sie extrem negative Werte. Wenn Sie die Frage stellen, vertrauen Sie Ihrer Partei, kriegen Sie schon ganz andere Werte.